Oh, hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem Live-Let's Play. Live-Let's Play folgendermaßen, und zwar werde ich in mehreren verschiedenen Streams das Spiel Danganronpa Trigger Happy Havoc durchspielen und diese dann auf meinen, diese Streams, quasi Stream-Aufzeichnungen, dann auf meinem YouTube-Kanal veröffentlichen. Ich bin mal gespannt, wie es wird. Und ja, mal gucken, wie viele Zuschauer ich eventuell bekommen werde. Freuen wird's mich, wenn ich Zuschauer habe. So, noch kurz eine Information an meinem Discord. Bin online. Gut, es ist natürlich klar, dass ich hier nicht jeden Tag eine Folge auf YouTube veröffentlichen kann, weil es einfach viel zu viel ist, weil ich werde wahrscheinlich jetzt gleich ein bisschen streamen. Und dementsprechend wäre es schwierig, wenn ich dann jeden Tag eine Folge hochladen würde. Gut, ich würde sagen mal, ich drücke mal auf Spielbeginn. Ein neues Spiel auf Englisch. Mittel annehmen. Trigger Happy Havoc, Danganronpa. Die wichtigste Frage stellt sich jetzt: mit Chat anzeigen oder ohne? Und kann ich natürlich erst bestimmen. Ich hatte gerade ein Haar im Mund. Kann ich natürlich erst bestimmen, wenn ich Feedback dementsprechend bekomme, ob das Chatfenster eventuell nervt und ich das lieber ausschalten soll. Ich habe nämlich auf dem zweiten Monitor meinen Twitch-Kanal auf, was bedeutet, dass ich einfach auf dem zweiten Monitor quasi den Chat lesen könnte. Hab immer noch einen Heimmund. Tja. Aber ich fange jetzt einfach mal an, bis jemand sagt, hier Chat raus oder sowas. So. Die riesigen Türme dieser Akademie überragen alle anderen Gebäude in dieser belebten Gegend. Den Chat aus. Alles klar, den Chat aus. Dann mache ich den Chat aus. So. Dann ist der Chat jetzt aus. Als ob die ganze Welt sich um jene kreist. Die berühmte Hope's Peak. Sie versammelt extravagante Studenten, die sich in bestimmten Fachbereichen auszeichnen. Sofern man hier einen Abschluss absolviert, ist man bereits für die Zukunft vorbereitet. Ich hoffe, by the way, auch, dass die Lautstärke so passt. Schon sehr lange sendet diese Akademie jedes Jahr die Besten der Besten an die Arbeit. Sie wurde erbaut, um der Nation Hoffnung zu schenken. Deswegen heißt sie schließlich Hope's Peak.
Damit jemand in dieser Akademie darf, muss er zwei Kriterien erfüllen. Erstens muss man bereits ein Student sein. Zweitens muss man der Beste in einem Fachbereich sein. Kein ordinärer Student darf hier rein. Die Akademie selbst sucht sich ihre Studenten. Und trotzdem, warte, ich habe gerade auf Discord was bekommen. Ich würde sagen, ohne Chat, alles klar. Das in dem Chat schreiben würdest, das verwirrend. So. Und trotzdem steht dort ein normaler Student vor den Toren einer ultimativen Akademie mit ultimativen Studenten. Das bin ich. Before we go any farther, I guess I should introduce myself. My name's Makoto Naegi. Wie man sehen kann, bin ich ein langweiliger und durchschnittlicher Student. Normal außen, normal innen. Ich zeichne mich in weder Noten, Fähigkeiten noch Persönlichkeit aus. Natürlich habe ich Vorzüge und Freizeitbeschäftigungen, aber ich bin kein Gedankenleser oder Superheld. Wenn du mich zum Beispiel fragst, was mein Lieblingsfilm oder Lieblingslied ist, ist es immer das Angesagteste. Sogar bei den Normalos bin ich normaler. Nicht, dass ich mich beschwere. Das bin ich. Jedenfalls wollte ich mich einfach sofort vorstellen. Aber ich habe schon so eine Art Stärke oder so. Ich würde behaupten, dass ich ein bisschen optimistischer bin als andere. Ich meine, schau mich an. Ich bin total ordinär, aber ich stehe hier vor einer Schule, die alles andere als das ist. Ich kann es immer noch nicht fassen, dass ich hier stehe. Ich hoffe, ich kann das halbwegs überstehen. Diese überwältigende Präsenz. Boah, das Wort, da verhaspel ich mich immer. Nimmst du auch auf oder streamst du nur? Ich nehme das auch auf und ich werde es dann quasi als komplettes auf meinem YouTube-Kanal hochladen. Bedeutet, wenn ich jetzt eine Stunde 50 streame, dann wird eine Stunde 50 hochgeladen. Deswegen werde ich auch nicht jeden Tag hier Danganronpa Trigger Happy Havoc Stream, weil das dauert dann schon lang genug, das hochzuladen. Zerquetscht mich, aber ich wusste, dass es so sein würde. Übrigens habe ich auch noch Vorbereitungen letzte Nacht getroffen. Die zukünftigen Schüler der Akademie der Hoffnung. Es ist so ein berühmtes Thema, dass sogar Threads im Internet über diese diskutieren. Somit habe ich mir ein paar von diesen Threads angeschaut. Und alles, was ich sah, waren Gespräche über die ultimativen Schüler. Zum Beispiel ist eine zukünftige Schülerin die ultimative Sängerin. Sie ist Teil einer sehr berühmten Mädchenband. Ich glaube sogar, dass sie die leitende Stimme ist. Dann gibt es noch den ultimativen Baseballer. Er ist der Clean-Up-Hitter seiner Mannschaft. Wenn ich wüsste, was ein Clean-Up-Hitter ist, Alter. Ich habe so gar keine Ahnung von Baseball. Generell von Sport. Ein bisschen in Volleyball, aber das war es auch schon. Profis haben schon ein wachsames Auge auf ihn. Er ist ein Athlet der Spitzenklasse. Ich habe auch noch etwas über ein ultimatives Model gelesen. Oh ja, einer meiner absoluten Favoriten. Sie ist auf sehr vielen Titelbildern von Zeitschriften ein Vorbild jedes Mädchens. Oh, sie haben auch den ultimativen Gangster erwähnt. Das Gruselige ist, dass er praktisch der Anführer jeder Biker-Gang des Landes ist. Jeder Punk liebt diesen Typen.
Dann gibt es noch den ultimativen Kämpfer, den ultimativen Otaku, den ultimativen Kartenspieler und ich muss mal kurz was ändern. Twitch, warum machst du das immer? Danganronpa. Trigger Happy Harbok. Ich verstehe nur nicht, warum Danganronpa Trigger Happy Harbok ein Rhythmus- und Musikspiel und ein Shooter ist. Wahrscheinlich wegen den Klassengerichten, aber das ist echt strange. Den ultimativen Schwimmer, den ultimativen Programmierer, den ultimativen Hellseher. Als ich das gelesen habe, habe ich erstmal erkannt, wie langweilig ich war. Ich wollte ehrlich gesagt kein Student dort sein. Echt, ich hoffe, das ist jetzt so besser. Aber da gab es etwas, was mir aufgefallen war. Es gab nämlich ein paar Studenten, bei denen ich keine Daten gefunden habe, obwohl ich lange gesucht habe. Für mich interessiert sich hier niemand. Alles klar, cool. Oh. Ich finde es halt cool, dass man das so on the fly ändern kann. Ich finde das echt super. Damals bei Fraps ging das nicht. Da musste man immer hier in die Einstellungen gehen und das Spiel manuell leiser machen etc. Für mich interessiert sich hier niemand, weil ich natürlich kein Talent habe, aber warum tauchten bestimmte Studenten einfach nicht auf? Könnten sie vielleicht auch nur durchschnittliche Schüler sein? Dieser Gedanke hat mich ermutigt. Allerdings gab es noch eine größere Frage. Wie bitte konnte so ein unglaublich durchschnittlicher Student wie ich an so einer Schule angenommen werden? Ganz einfach. Dafür muss man sich nur für eine Minute meinen Annahmebrief anschauen. Wir haben letztendlich eine Lotterie durchgeführt, um einen ordinären Schüler an unsere Schule einzuladen. Laut den Ergebnissen wurden Sie, Makoto Naegi, ausgewählt. Sie erhalten den Titel ultimativer Glückspilz. Sie haben es so einfach ausgedrückt. Ich wurde einfach aus reinem Glück ausgewählt. Ich wollte wirklich die Einladung ablehnen, aber nachdem ich gehört habe, dass ein erfolgreiches Leben nach einem Abschluss garantiert wird, konnte ich das nicht. Tja. Ein erfolgreiches Leben? Puh, ich glaube, das wäre mir zu anstrengend. Und als ich schließlich vor der Akademie stand, konnte ich nicht so einfach reingehen. Ich war förmlich paralysiert. Trotzdem kann ich hier nicht ewig stehen bleiben. Ich schaute auf den Annahmebrief in meiner Hand, während ich murmelte. Hier steht, dass alle neuen Studenten sich in dem Hauptflur um 8 Uhr versammeln sollen. Ich habe zwar noch etwas Zeit, aber ich sollte einfach schon reingehen. Ja. Ja, okay. Ich habe meinen ganzen Mut zusammengenommen und betrat die Akademie. Genau, ich, Makoto Naegi, betrat die Hope's Peak. Hier sollen wir uns anscheinend treffen, richtig? Ich schätze, ich bin der Erste. Dort ist eine sehr elegante Uhr in der Ecke. Sie zeigt 7.10 Uhr. Ich sehe keine Uhr. Die Versammlung startet erst ab 8 Uhr, weswegen ich noch 50 Minuten Zeit habe. Es macht Sinn, dass niemand hier schon sein würde. So. Ich war so aufgeregt, dass ich viel zu früh kam. Ich habe noch viel Zeit vor der Versammlung. Warten ist viel zu langweilig. Ich sollte mich mal hier in der Schule umsehen. Der wird mich wahrscheinlich ein bisschen beruhigen. Ich bin ja jetzt ein Schüler hier. Also ist es kein Problem, wenn ich mich hier umsehe, richtig? So geht zumindest die Zeit schneller um. Und somit begann meine neue Karriere. Und auch mein neues Leben. Das hoffte ich wenigstens.
Was zum... Aber als ich die Schule betrat, wurde meine Vision verzerrt und verdreht. Es war der pure Wahnsinn. Mein Bild wurde verbrannt und ersetzt. So fühlte es sich an. Drehend, mischend, verbrennend, drehend. Und dann Dunkelheit. So hat es begonnen. Und so wurde das Leben, wie ich es kannte, zerstört. Dann hätte ich es schon erkennen sollen. Der Grund, warum ich an der an der Hope's Peak angenommen wurde, war nicht wegen des ultimativen Glücks, sondern wegen der ultimativen Verzweiflung. Willkommen, Prolog. Boah, ich habe das Spiel schon so lange nicht mehr gespielt. Wir können ja mal gucken, das war heute so ein Teststream quasi. Ich hab's das letzte Mal gespielt am 20.03.2019. Das ist in 2 Monaten ein ganzes Jahr her. Guten Morgen, Makoto. Was? Wo bin ich? Ich wachte auf. Mein Kopf lag auf einem harten Holztisch. Mein Körper fühlt sich so schwer an. Es war total normal gewesen, wenn ich bei irgendeiner langweiligen Stunde eingeschlafen wäre. Aber warum jetzt? Ich habe dieses Klassenzimmer noch nie gesehen. Was zur Hölle? Ja, Makoto, ist schon komisch. Willkommen in der Akademie der Hoffnung. Zuerst möchte ich dir die Grundsteuerung erklären. Du kannst die Maus verwenden, um deinen Cursor zu bewegen. Sofern du auf ein auffälliges Objekt zielst, kannst du die linke Maustaste drücken. So kannst du dieses untersuchen. Benutze WASD, um deinen Blickwinkel manuell zu ändern. So. Das gilt für jeden Raum. Versuche das Klassenzimmer näher zu untersuchen. Alles klar, wir können uns jetzt bewegen. Ich würde sagen, wir gucken erstmal hier die Fenster an. Was? In jedem normalen Klassenzimmer wäre hier ein Fenster und keine Metallplatte? Was soll das? Wenn man gegen echtes Metall schlagen würde, hört sich so an. Genau, Makoto. Definitiv Metall. Sehr dick und stark. Aber das ist doch egal. Warum sind hier überhaupt Metallplatten vor den Fenstern? Tja. Ist das etwa eine Überwachungskamera? Wir leben in einer gefährlichen Welt. Ich glaube, sie sollte uns einfach nur helfen. Ja, gleich wie die Metallplatten oder was? Ich kann nicht glauben, dass es bereits 8 Uhr ist. Es war doch erst 7 Uhr, als ich hier angekommen bin. War das schon wirklich eine Stunde her? Dort ist ein Fernseher. Die Schule wird vom Staat unterstützt, weswegen ein Fernseher hier nicht unbedingt komisch ist. Aber irgendwas stimmt hier trotzdem nicht. Ich frage mich nur, was... Ich finde es schade, dass man hier das Board hier nicht angucken kann. Holy shit, so. Das ist der Tisch, an dem ich aufgewacht bin. Ich kann noch meinen Sabbat dort sehen. Alles klar. Das muss ich später aufwischen. Hey, was ist das? Ein Wegweiser? Er steht wie eine billige Broschüre aus. Er sieht mich, er steht. Das wird mir noch häufig passieren, ich bin echt kacke im Lesen. Er sieht wie eine billige Broschüre aus. Irgendwas wurde hier reingeschrieben. Ich versuche das mal zu übersetzen. Hallo, neues Kind, glaube ich. Ich übersetze es einfach mal so. Hallo, neuer Student. Das nächste Semester steht bevor und startet heute. Diese Schule wird deine neue Welt werden. Ich hoffe, das war gut übersetzt.
Das nächste Semester wird bald beginnen. Ab heute wird diese Schule deine ganze Welt sein. Alles klar. Ist das eine Art Scherz? Also, das ist wahrscheinlich geschehen. Ich war so aufgeregt, dass ich in dem Hauptflur ohnmächtig wurde. Dann hat mich hier jemand hingebracht. Wenn das stimmt, dann... Ist das hier ein Klassenzimmer der Akademie der Hoffnung? You don't say, Makoto. Aber wenn das wiederum stimmt, dann... Das wirft doch nur noch mehr Fragen auf. Irgendwas stimmt hier einfach nicht. Ich meine, diese Metallplatten, die die Fenster blockieren, erinnern mich mehr an ein Gefängnis als an eine Schule. Das macht doch alles gar keinen Sinn. Ich sollte wieder in den Hauptflur gehen. Die Versammlung hat schon begonnen. Ich glaube, dass jetzt auch andere Schüler angekommen sind. Du kannst R drücken, um ein Areal zu verlassen. Oder alternativ kann man auch einfach auf die Tür klicken. Diese Gegend verlassen? Ja. Dieser Flur ist auch komisch. Das wird hier ja immer seltsamer. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was hier gerade abgeht. Ich schätze, ich gehe einfach zur Haupthalle. Benutze WASD, um dich zu bewegen. Halte Shift während des Gehens gedrückt, um zu rennen. Zudem kannst du Dab drücken, um eine Karte der entsprechenden Gegend aufzurufen. Drücke Dab erneut, wenn du die Karte schließen möchtest. Das ist Karte. Gut, wir gucken uns aber vorher noch die anderen Räume an. Raum 1B, verschlossen. Verzweiflungshotel? Ist das der Ort, wo Schüler übernachten können? Jedenfalls muss ich jetzt zur Haupthalle. Ich frage mich, was hinter dieser roten Tür liegt. Ich habe ein mulmiges Gefühl. Ja. Der EV-Raum. Versperrt. Ich weiß halt nicht, wie man so einen Raum aussprechen soll. Ist EV richtig? Also, ist ja so ein Video, Aufnahme-Videoraum wahrscheinlich. Danger, keep out. Der Schulshop. Er hat anscheinend nicht offen. Das Krankenzimmer. Man kann hier nicht rein. Das Badezimmer der Jungs. Ich muss gerade nicht. Aber es gab so ein Rüttelgeräusch. Das Badezimmer der Mädchen. Nicht, dass es wichtig sei, aber es verschlossen. Aber er ist verschlossen. Aber es ist verschlossen. Ich frage mich, warum hier ein Gatter ist. Das frage ich mich auch, Makoto. Die Turnhalle, die Klinke bewegt sich nicht. Alles klar, dann gehen wir jetzt mal in die Haupthalle und lernen die anderen Protagonisten kennen. Ja, Protagonisten. Nicht wirklich. Manche sind Protagonisten. Als ich zurück zur Haupthalle ging, waren alle bereits da. Whoa, hey! Another new kid? Huh? Then you guys are all... Yeah, we're all new here. Today's supposed to be our... So, counting him, that makes 15. Seems like a good cutoff point, but I wonder if this is everyone. Wer redet denn da eigentlich? Ich habe gerade die Stimme nicht wirklich erkannt. Ich stand hier gerade also vor den ultimativen Schülern, die von der Schule selbst ausgesucht wurden. Ich habe mir jeden einmal angesehen und habe versucht, mir deren Gesichter langsam zu merken. Vielleicht bilde ich mir das nur ein, aber ich könnte schwören, dass eine Art Aura von ihnen ausgestrahlt wird. Ja, denn wir sind hier in Dragon Ball. wie geht's? Ich bin Makoto Naegi. Tut mir leid, dass ich zu spät bin. So viel ist passiert und dann habe ich einfach geschlafen. Boah, du auch? Die Gegenwart wird immer kurioser und kurioser.
So komisch, ich kann ohne Zweifel sagen, dass solch eine Situation sehr komisch ist. Ich weiß halt echt nicht, wie ich, was für eine Stimme ich Hifumi geben sollte. Die Stimme, die ich ihm gegeben habe, mag ich nicht allzu gern, weil die anstrengend ist zu sprechen. Aber ich habe halt echt keine andere Idee für ihn. Ich glaube, ich habe noch eine andere Idee. Mache ich dann. Wovon redet ihr? Jetzt habe ich wirklich keine Ahnung mehr, was hier abgeht. Warte. Es gibt eine Problem von größerer Bedeutung. Es gibt ein Problem von größerer Bedeutung. Makoto, deine Nachlässigkeit ist unakzeptabel. Bestimmt wusstest du von der genauen Uhrzeit dieser Versammlung. Eine Verspätung am ersten Tag. Unaussprechlich. Hiermit wirst du gemeldet. So etwas geht nicht. Was ist bitte dein Problem? Es ist ja nicht so, als wenn er zu spät kommen wollte. Er konnte doch gar nichts dafür. Beruhigt euch alle. Hey, wäre es nicht eine gute Idee, uns gegenseitig vorzustellen? Was? Wir haben keine Zeit für eine Scheißvorstellung. Vielleicht sei es so, aber ich finde es besser, uns erstmal kennenzulernen, bevor wir die größeren Probleme ansprechen. Ich meine, wie sollen wir bitte miteinander reden können, wenn wir noch nicht mal unseren Namen kennen? Ja. Das stimmt. Okay, also wir stellen uns jetzt vor und dann können wir etwas anderes machen. Hört sich das gut an? Ich bin immer noch total verwirrt, aber ich sollte mich jetzt erstmal auf das Kennenlernen der anderen konzentrieren. Ich schätze, jetzt ist ein guter Zeitpunkt dafür. Ich habe zwar schon über alle in dem offiziellen Thread der Akademie der Hoffnung gelesen, aber ich weiß doch gar nicht, wie sie wirklich sind. Jetzt werde ich es wohl herausfinden. Ich starte erstmal bei diesen fünf. Ziele mit dem Cursor auf einen Schüler und drücke die linke Maustaste, um mit diesem zu reden. Jedes Gespräch ist wichtig, versuche aufmerksam zu lesen. I am Hifumi Yamada. But if you want to call me by my nickname, the Alpha and the Omega. I don't mind. Ah. Apropos. Wie viel kennst du von der 2D-Welt? Ganz schön viel, Hifumi. Ich schaue seit Ewigkeiten Anime. 2D-Welt? Nun, in dieser Welt bin ich bekannt als der ultimative Otaku. Ich habe einmal 10.000 Kopien meines Fan-Comics bei einem Schulfestival verkauft. Dieses Ereignis ist legendär. So, jetzt mal eine kurze Frage. Welche Stimme fandet ihr besser? Die davor, die anstrengender zu sprechen ist, oder diese jetzt? Das warte ich mal ganz kurz ab als Antwort, damit ich weiß, wie ich Hifumi fortsetze. Ah. Recht gleich gut oder von der Betonung her recht gleich? Alles klar, dann mache ich die zweite Stimme. Die ist nämlich viel angenehmer. Manche haben es natürlich nicht verstanden und behaupten, ich hätte das Festival ruiniert. Wie dumm kann man sein? 10.000 Kopien auf diese Weise zu verkaufen, ist definitiv eine Errungenschaft. Die Wörter dieser Idioten beeinflussen mich nicht. Ich bin wie Van Gogh, ungeschätzt in meiner Zeit. Ich bin ein Soldat, Tag und Nacht wachend, um die geistlosen Vorurteile über Fanfiction zu ersticken. Ich bin immer sicher, ja. Ich bin mir sicher, dass Sie, Mr. Naegi, meine Werke sofort wertschätzen würden. Meine Werke... Holy shit, Alter.
das ist immer voll ablenkend. Twitch refresht immer die Decks und ich verstehe nicht warum. Das verschwindet dann immer kurz und dann taucht es wieder auf. Das ist immer voll strange. Meine Werke wurden schließlich mit tiefster Bedeutung erstellt. Was für eine Bedeutung? Yes, indeed. Unsere niedrigsten Bedürfnisse zu umarmen. Ich glaube, ich möchte seine Werke nicht wertschätzen. Yo, the name's Leon Kuwata. What's up? Der ultimative Baseballer. Dieser Name. Er spielte den Cleanup-Hitter für die National High School Champions. Er ist der ultimative Baseballer. Und so ein Spitzenspieler. Scarlett hat wieder geschrieben. Irgendwie kann ich keinen Account in Twitch machen. Kann leider nicht schreiben. Dann lasse ich einfach Discord bei deinem Chat offen. Du kannst hier schreiben. Und so ein Spitzenspieler. Bist du ernsthaft? Hä? Stimmt was nicht? Nichts. Ich war nur überrascht. Ich dachte, ein ultimativer Baseballer würde einen rasierten Kopf haben. Was? Nein, ich stellte mir dich viel sportlicher. Aus welchem Anime ist das Mädchen ganz links in deinem YouTube-Banner? Ich muss mal ganz kurz dann auf meinen YouTube-Banner gehen. Ganz links, sagtest du. Kotori Itsuka aus Dead Alive ist mein absoluter Lieblingscharakter aus Dead Alive. Nein, ich stellte mir dich viel sportlicher, stärker und traditioneller vor, wie ein typischer Spieler halt. Ich meine, ich habe einen Artikel mit einem Foto von dir gefunden. Dort hast du anders ausgesehen. Was? Scheiße, du hast so ein Foto gesehen? Ernsthaft? Oh mein Gott, ich hasse es. What the crap? Nicht cool. Kein bisschen cool. Ernsthaft. Jetzt, mir ist das total peinlich. Alles klar. Ich hatte keine Wahl, okay? Ich musste mir den Kopf rasieren lassen. Das stand in den Regeln. Aber jetzt ist es mir egal. Ich lasse meine Haare so und färben werde ich sie auch nicht mehr. Hey, listen. Kann ich mal ehrlich mit dir sein? You know, ich hasse Baseball. Ich bin niemals zum Training gegangen. Niemals zum Training gegangen? Aber trotzdem solch ein Spieler? Dann muss er ein Naturtalent sein. Yeah. Als ich hier angenommen wurde, habe ich mit dem Baseball aufgehört. Ich habe meine eigenen Träume für die Zukunft. Träume für die Zukunft? Ich gehöre in die Musikbranche. Sehe ich nicht wie ein Star schon aus? You know what I mean. Ich werde ein Sänger, also brauche ich nur noch einen Songwriter und einen Gitarristen. Und dann, hallo Reichtum! Und was ist mit einem Produzenten? Was ist mit einem Manager? Was ist mit einem Trommler? Was ist mit einem Bassisten? Eventuell noch ein Keyboarder? Na, Leon, was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen? Mein neues Ich darf seine richtigen Träume verfolgen. Wie cool ist das denn bitte? Das kann ich nicht glauben. So etwas hätte ich nie von einem Baseball-All-Star erwartet. Hi, I'm Sayaka Maizono. I look forward to getting to know you. Ihre Bewegungen sind faszinierend. Und dieser entspannte Duft. Wie kann Duft entspannt sein? Den ich nicht deuten kann. Als ob du jetzt einfach an der schnüffelst. Makoto, Mate.
Tu doch sowas nicht. Sayaka Maizono. Als ich ihren Namen online gesehen habe, war ich ziemlich überrascht. Sie ist Teil einer Mädchenband, die im ganzen Land berühmt ist. Sie leitet die Gruppe. Als die ultimative Sängerin ist sie sehr für sämtliche Magazine und Zeitschriften gefragt. Eigentlich war das aber nicht der einzige Grund, weshalb ich ihre Anwesenheit hier überraschend war. Warum? Ich? Was ist mit mir los? Oh, Alter. Ich bin mir sicher, dass sie sich nicht mehr an mich erinnert, aber... Ach egal, sie ist so hübsch, dass sie fast wie eine Puppe aussieht. Ich bin keine Puppe, ich lebe. Hast du mich etwa gehört? Ich bin übersinnlich. Was? Scherz, ich habe einfach eine gute Vorahnung. Sie ist schlau. Hey, kann es sein... Was ist? Ja, das muss stimmen. Ich bin mir so sicher. Hey, Makoto, warst... Just hold on. Meine Güte, wie lange wollt ihr eure Zeit mit dieser Vorstellung noch verbringen? Tut mir leid, ich war zu vertieft. Vorstellungen existieren, damit man sie schnell und klar vorstellt. Wir haben keine Zeit für Kaffeekränzchen. Du hast recht. Sorry, Makoto. Wir können später darüber reden. Zack wollte mir irgendwas Wichtiges sagen. Aber es ist ja nicht so, als ob wir uns nie wiedersehen würden, richtig? Hashtag DokuHate. I'm Kiyotaka Ishimura. I believe in bold simplicity. Let's work together on our educational crusade. Das ist also Kiyotaka. Laut den Berichten im Internet ist er auf einer berühmten Privatschule gegangen. Und wurde dort einer der besten Schüler. Er ist auch für seine Arbeit in dem Vorstand seiner Gemeinschaft bekannt. Er respektiert die Regeln mehr als alle anderen, weswegen er sich den Titel ultimativer Wegweiser verdient hat. Jedenfalls kannst du mich ein... Das hat er gesagt. Jedenfalls kannst du mich einfach Daka nennen. Du sagtest, dein Name wäre Makoto Naegi, richtig? Das ist ein sehr guter Name. Ein starker. Du solltest deine Eltern für solch ein großzügiges Geschenk danken. Ja, Kiyotaka. Damit jener Name nicht den Wert verliert, musst du dich der kühnen Disziplin jeden einzigen Tag widmen. Holy shit, meine Kehle ist gerade mega trocken. Das Leben verdient Arbeit und Respekt seines Trägers. Richtig? Richtig? Dieser Typ ist nervig. Ja, Makoto, er ist nervig. Oh Gott, ich will nicht mit ihr reden. Kann man die nicht einfach überspringen? So, Hilfe, Charakter überspringen. Not that you'll remember my name anyway, but I'm Toko. Toko Fukawa. Ah, ich hab mal kurz ausgetrunken. Genau, sie war diejenige, die einen Roman mit 10 Jahren geschrieben hat. So startete ihre literarische Karriere. 2 Jahre nach ihrem ersten Roman hat sie dann den Roman So verweilt das Meer veröffentlicht, ein Meisterwerk. Das Buch war so erfolgreich, dass Fischermänner plötzlich auf der Spitze der heißesten Männer waren. Trotz ihres Alters hat sie zahlreiche literarische Preise gewonnen. Alle ihre Bücher waren Bestseller. Deswegen wurde sie bekannt als der ultimative Autor. Ihr Aussehen stimmt auf jeden Fall überein. Aber ich dachte, sie würde so ein romantisches Mädchen sein.
Und es hat schon wieder aktualisiert. Twitch, was ist mit dir los, Alter? Da ihr Meisterwerk ja eine Romanze ist. What's your problem? Was? Es ist nicht höflich, jemanden so anzustarren. Hör sofort auf, mich wie eine dreckige Kreatur anzuschauen. Dreckige Kreatur? Nein, ich dachte nur... Ich weiß, was du nur dachtest. Du hast nur gedacht, wie hässlich diese Frau ist. Richtig? Das fandest du so lustig. Holy shit, die ist so anstrengend. Oh, ich hasse Doko. Direkt nach Kyubey von meinen Dop-Hass-Charakteren kommt Doko. Jetzt habe ich den Text von Makoto verpasst und ich kann das jetzt nicht nachlesen, wa? Ne. Jedenfalls dachte er so, nee, das dachte ich nicht. Ach. Du brauchst nicht so zu lügen. Ich weiß es. Sonst hättest du... Ich weiß es halt einfach. Anyway. Was auch immer. Mir egal. Ich habe mich daran schon gewöhnt. Da werde ich selbst nervös, wenn ich Doko so vorlesen muss. Okay, das ist ein Minderwertigkeitskomplex. Meine Einschätzung einer erfolgreichen Autorin war total falsch. Okay, jetzt sind diese fünf hier dran. Die ultimative Schwimmerin. Aoi Asahina. Sie bricht seit der Mittelschule zahllose Rekorde in vielen Wettbewerben. Sie wurde zur Schiedsrichterin der baldigen Olympischen Spielen ernannt. Sie ist ohne Zweifel der ultimative Schwimmer. Die Kombination ihrer Fähigkeiten, ihres Aussehens und ihres Körperbaus wurden sehr intensiv online diskutiert. Ja, sie hat schon einen schicken Körperbau. So, was war dein Name nochmal? Sorry, total vergessen. Makoto Naegi. Oh ja, irgendwie sowas. Nein, nicht sowas. Das ist mein Name. You got it. Ja. Verstanden. Ich ramme es mir direkt in den Schädel. Warte. Yeah. Makoto Naegi. Makoto Naegi. Während sie wiederholend meinen Namen aussprach, bewegte sie ihren Finger auf ihrer Handfläche und schrieb etwas. Was tust du da? Das weißt du nicht. Wenn man sich an etwas erinnern möchte, muss man es dreimal auf die Handfläche schreiben. Sowas habe ich in meinem ganzen Leben noch nie gehört. Ich auch nicht, Mate, ich auch nicht. Hey, übrigens, wie schreibt man deinen Namen? So wie er sich aussprechen lässt. Keine Ahnung. Ich werde es später bestimmt herausfinden. Dann mache ich es. Okay. Jedenfalls bin ich glücklich, dich kennengelernt zu haben. Ja. Zumindest habe ich während dieser Konversation herausgefunden, dass sie energiegeladen ist. Hello, nice to meet you. I'm Chihiro Fujisaki. Tut mir leid. Mir wird bei solchen Vorstellungen immer richtig peinlich. Ich hoffe, wir werden uns verstehen.
Das hoffe ich auch. Nett, dich kennenzulernen. Hä? Vielleicht bilde ich mir das nur ein, aber kann es sein, dass wir uns bereits irgendwo gesehen haben? Ich glaube nicht. Wir haben uns gerade das erste Mal getroffen, weswegen ich ja auch kennengelernt gesagt habe. I'm sorry. Oh, ja, gutes Argument. Tut mir leid. Du musst dich nicht entschuldigen. Yeah. Oh, okay. Chihiro Fujisaki ist für ihr innovatives und selbst erstelltes Programm bekannt. Sie ist der ultimative Programmierer. Sie hat den Charakter eines ängstlichen Hasen, was ihr sehr viele Fans eingebracht hat. Es tut mir so leid. Hä? Warum entschuldigst du dich jetzt? ja, Scarlett. Oh. Aber ich will's nicht spoilern für alle anderen, die es eventuell noch nicht kennen oder die mein Let's Play noch nicht gesehen haben. Nun, du wirktest so verärgert. Du musst mich sicherlich hassen, nicht wahr? Nein, kein bisschen. Ich war nur in Gedanken verloren. Das war alles. Hä? In Gedanken verloren? Genau, ich war niemals verärgert oder desgleichen. Thank you. Oh, das ist gut. Ich hatte Angst, dass du mich nicht mögtest. Mögtest. Keine Ahnung. Ich bin so froh. Ich beginne zu verstehen, warum sie so viele Fans hat. Darf ich nach deinem Namen fragen? My name is Kyoko Kirigiri. Kein Talent! Fragezeichen. Kein Talent. Sie redet wohl nicht gerne, was? Aber der Name? Den habe ich nicht im Thread der Akademie der Hoffnung gesehen. Und ich habe gesehen, dass es auch Schüler wie mich gibt. Ultimate Baseball. Ja. Schüler ohne Anwesenheitsberechtigung oder Präsenzfähigkeit. Könnte dieses Mädchen einer dieser Schüler sein? Also, was machst du hier? Was soll das denn bitte heißen? Nein, ich habe mich falsch formuliert. Ich wollte fragen, worin du ultimativ bist. Kannst du es mir sagen? That doesn't matter. Warum sollte ich das? Hä? Nun ja, du musst es mir ja nicht sagen. Richtig, ich muss es dir nicht sagen. Weshalb ich es auch nicht mache. Ich habe nichts online über sie gefunden. Sie wurde vielleicht auch nur durch Zufall gewählt, aber ihr Gesicht ist eine eiserne Maske. Wenn sie mir nichts sagen möchte, sagt sie mir auch nichts. Hätte ich ja niemals gedacht. Ich bin gerade überlegen, ob ich Mondo Ovata österreichisch sprechen soll, also mit meinem eigenen Dialekt. Ich warte aber wieder auf eure Sachen, ob ich den einfach normal vorlesen soll oder ob ich den auf österreichisch vorlesen soll. Mondo Ovata, das heißt doch, er ist der Anführer der größten... Ja, ja, ja. Okay, dann mache ich den österreichisch. Mach mal mit Dialekt, alles klar. Dialekt. Auf beiden Bildschirmen. Hier im Twitch-Chat. Mach mal Dialekt XD, mach Dialekt und bei Discord. Ja, 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 Dialekt. Holy shit. Er ist der Anführer der größten Biker-Gang des Landes. Als ultimativer Gangster
hat er sowohl Respekt als auch Ehrfurcht von jeder Biker-Gang des Landes geerntet. Okay, aber für Dialekt muss ich mir zuerst seinen Satz durchlesen. Black Assassin hat mir gerade geschrieben. Dialekt XD. ich wechsle jetzt aber wieder auf Scarlet zurück. Also ich muss mir halt quasi den Satz zuerst komplett durchlesen und dann spreche ich den auf Österreichisch aus, weil ich kann nicht Wort für Wort in Dialekt sprechen, weil das wäre ein bisschen strange. Nett dich kennenzulernen. Jo, Alter. Ich sollte besser in seiner Präsenz aufpassen. Ein falsches Wort und ich bin Futter für die Fische. Alles klar, viel mehr hatte der jetzt nicht zu sagen. Gut. Hi, I'm Junko Enishima. Charmed, I'm sure. Ja, Junko. Ich liebe sie. Jeder würde die hier erkennen. Sie besitzt sehr viel Charisma und sozialen Einfluss. Sie ist das ultimative Model. Ich habe sie auf Tonnen von Titelbildern gesehen, aber ich glaube, irgendwas stimmt hier nicht überein. Hä? Oh, redest du etwa über meine ganzen Fotos und den Müll da? Natürlich tust du das. Die sind offensichtlich überarbeitet. Überarbeitet? Ja, die ganzen Fotos werden von dummen Programmen überarbeitet, bis sie gar nicht mehr echt aussehen. Oh, das sind also Fake? What can we do? Komm schon, sei doch nicht so überrascht. Du deprimierst mich. Totally. Es ist doch total normal heutzutage, dass die ganzen dummen Covers überarbeitet werden. Wenn du darüber überrascht bist, musst du dir mal das ganze Make-up einer gewissen Frau Maisono angucken. Alles klar. Zickenkrieg. Jedenfalls werden die Augen von Mannequins immer richtig groß gemacht. Ich weiß nicht, was Mannequins sind. Vielleicht kann mir das ja einer von euch erklären. Groß gemacht. Bitchfight, yay! Groß gemacht und die Haut wird sehr stark erhellt und gereinigt. Ah. Oh. So viele Träume wurden gerade zerstört. Ah, stimmt. Die vier haben wir ja auch noch. Die vier hier sind die letzten. Wie habe ich in Sakura nochmal gesprochen? Oh Gott, ich hätte sie fast gefragt, ob sie ein Mann wäre. Ja, sie ist aber ein Mannsweib. Wenn ich das gesagt hätte, hätte ich mich bereits selbst begraben können. Aber jetzt habe ich mir erinnert. Du hast dich dir erinnert? Mannequin, französisch Gliederpuppe, Männchen, steht für Modell, zum Beispiel ein Laufstegmodell. Mannequin ist der Name folgender Filme, Mannequin. Alles klar. Gut, also sind Mannequins quasi die auf dem Laufsteg rumlaufen, die Models. Alles klar. Aber jetzt habe ich mir erinnert. Genau, du hast dir erinnert. Sie hat in vielen Turnieren der Kampfkünste gewonnen, obwohl sie ein Mädchen ist. Sie ist der ultimative Kämpfer. Sie hat mehr als 400 Kämpfe angefangen und keinen verloren. Da Fred sagt noch mehr über sie. Einige nennen sie das Ungeheuer, andere sagen, dass sie das fehlende Glied der Primaten ist. Ich möchte jeden zukünftigen Schüler der Akademie der Hoffnung hier und jetzt warnen. Wenn dir dein Leben lieb ist, meide sie, auf alle Fälle.
Ach. Als ich dann tatsächlich vor ihr stand, fand ich die Warnung kein bisschen übertrieben wie zuvor. Hey, du da. Ja? Ich wurde sofort aufmerksam, ohne es selber zu bemerken. Dann hat sie begonnen, meinen Körper zu berühren. Was tust du? I see. Muskuläre Qualität und Quantität bezeichnen einen sehr durchschnittlichen Highschool-Jungen. Was für eine Schande. Somit kannst du nicht mein Übungspartner sein. Ich glaube nicht, dass das für mich eine Schande ist. I do not think we have been introduced. I am Celestia Ludenberg. Ludenberg? Celestia Luden... Hä? Ludenberg. Dies ist mein Name. Wenn du mich aber lieber Celeste nennen möchtest, darfst du das. Du bist aber japanisch, oder? Natürlich, warum fragst du? Kannst du mir dann bitte deinen echten Namen sagen? Ich glaube, du verstehst nicht. Celestia Ludenberg ist mein echter Name. Aber wie ich es bereits angedeutet habe, darfst du mich auch ruhig Celestia nennen. Sie ist höflich und gleichzeitig aufdringlich. Ich schätze, ich möchte darüber nicht weiterreden. Die Gerüchte über sie im Internet sind anscheinend wahr. Die extravagante Celestia Ludenberg. Sie ist der ultimative Kartenspieler, die niemals eine Wette verloren hat. Abgesehen von ihrer Liebe zu Gothic-Lolita-Kleidung ist alles über sie in einem Schleier von Lügen versteckt. Manche behaupten, sie hätte ein unterirdisches Tournament gewonnen, was ihr den Titel Königin der Lügen einbrachte. Sie hat ihre Gegner sofort ausgeknipst. Danach hat sie ihre Lebensersparnisse genommen und gelacht. Alter, ich bin so kacke im Lesen immer. Ich freue mich auf die Zukunft. Dieses Grinsen ist mehr als trügerisch. Ich sollte aufpassen. I'm Yasuhiro Hagakure. Hero for short. Take it easy, yeah? I know I will. Yasuhiro Hagakure. Bekannt als die Supernova in seiner psychischen Gemeinschaft. Er ist der ultimative Hellseher. Eigentlich interessiere ich mich nicht für Zukunftsvorhersagen. Aber vielleicht ist ja nicht alles immer falsch. Ah, okay, ich gebe auf. Was ist passiert? Ich habe ihn gesehen, direkt ins Auge. Ernsthaft, ich habe ihn total gesehen. Wen gesehen? Einen Schutzengel mit einer verrückten Dauerwelle. Er jagte Bigfoot, ein Himmelsfisch im Maul tragend. Und dieser Schutzengel war dein Schutzengel. Ich verarsche dich nur. Aber hey, wir sollten mal so einen Bierabend machen. Dann können wir in Ruhe über Lemuren und die Einwohner reden. Was? Wir dürfen doch nicht trinken. Wir gehen auf eine Highschool. Oh, ich bin eigentlich 21. Ich bin sitzen geblieben ein paar Mal. Eine lange Geschichte. Holy shit. So. Ein paar Mal. Ich schätze, das ist eine lange Geschichte. So, ich muss mich jetzt mental auf Byakuya vorbereiten. Noch ein Schluck.
Hey, freut mich, dich kennenzulernen. Das ist die schlimmste Möchtegern-Vorstellung seit Jahren. Aber dagegen kann ich wohl nichts tun. Sogar unter den ultimativen Schülern ist dieser hier besonders. Byakuya. Seltsam, ihn jetzt wieder dünn zu... Ja, voll krass! Byakuya Dogami. Er ist der Erbe des massiven finanziellen Firma... Er ist der Erbe des massiven finanziellen Firma seiner Familie. Des massiven... Der massiven finanziellen Firma seiner Familie, würde ich sagen. Er hat bereits Geschäftstätigkeiten betrieben und sein persönlicher sozialer Stellenwert ist groß. Mein Titel ultimativer Erbe ist präzise. Er ist die Definition von außergewöhnlich. Habe ich jetzt meinen Titel gesagt? Ich meinte seinen Titel. Das war alles, das ich über ihn online erfahren konnte. Wir sind hier fertig. Geh weg, weg mit dir. Mir wird bei deinem Aussehen schlecht. Holy shit, ich hab grad einen Frosch im Hals. Er fühlt sich wie der König seines Schlosses, während ich natürlich sein Sklave bin. Typisch für seinen Stand. Und somit habe ich mich bei jedem vorgestellt. Obwohl sie alle ultimativ sind, haben sie alle einen individuellen Charakter. Oder so. Okay, jetzt wird es langsam Zeit. Wir haben zu viel Zeit mit diesen wertlosen Vorstellungen verschwendet. Ach ja, jemand hat ein größeres Problem angesprochen. Was wäre das? Nun, Makoto, du hast gemeint, der arme Frosch, lebt er wenigstens noch oder ist er tot? Hä, welcher Frosch? Ich verstehe es gerade nicht, Black Assassin. Makoto, du hast gemeint, dass sehr viel passiert ist, bis du schließlich einfach eingeschlafen bist, richtig? Das trifft auf uns alle zu. Frosch im... Achso, Frosch im Hals. Alles klar, jetzt habe ich es verstanden. Halleluja. Ja, ihr werdet schnell merken, dass ich bei so Wortspielen nicht sofort schalte, weil ich eher, ich sag mal jetzt, ein unlustiger Typ bin. Ich finde halt viele Sachen lustig, die andere gar nicht lustig finden und versteht dafür die Hälfte von Lustigen nicht. Zum Beispiel One Punch Man alleine lache ich echt nur selten, aber mit Freunden lache ich da viel, weil ich dann so meine eigenen Witze einbringen kann. Was? Ernsthaft? Als wir die Haupthalle betraten, fielen wir in Ohnmacht. Und als wir wieder aufgewacht sind, fanden wir uns irgendwo in der Schule wieder. So wie bei dir, richtig? Aber das ist doch komisch, dass jeder auf die gleiche Weise so ohnmächtig wird. Piece of shit. Ja, richtig, Mann. Das ist krass. Richtig, Mann. Deswegen rosten wir ja alle gerade Vollgas aus. Erzähl mal einen Witz. Ich kann keinen Witz erzählen. Ich habe nicht wirklich einen Witz. Pass auf. Ich habe einen Witz, den ich lustig finde. Treffen sich zwei Unterhosen in der Waschmaschine. Meint die eine, oh je, neuer Waschgang, jetzt werden wir wieder sauber. Meint die andere, oh, ich kann aber nicht schwimmen, ich hab Angst. Das sind zum Beispiel Witze, die ich total lustig finde. Lol, Mondo ist genial. Das ist nicht das Einzige. Hast du die... ups, das war Kiyotaka. Das ist nicht das Einzige. Hast du die ganzen Fenster in den Klassenräumen und den Fluren gesehen? Eigentlich, ich habe den Witz falsch erzählt. Eigentlich geht's ja nicht mit Unterhosen, sondern mit Badehosen. Und die Badehose sagt aber, ich habe Angst vor Wasser, ich kann nämlich nicht schwimmen. Aber eine Badehose muss man ja anhaben, um baden zu gehen. Also im Meer oder im Schwimmbad.
Ja, stumpfer Humor. Ich bin eher für stumpfer Humor. Für richtig, ich sag mal, ich mag keinen schwarzen Humor, aber stumpfen Humor, den mag ich. Anstatt normale Fenstern aus Glas sind hier riesige Metallplatten. Was soll das? Meine ganzen Sachen fehlen auch. Sogar mein Handy. Ja, das ist richtig. Ich finde mein BDA auch nicht mehr. Und dann gibt es noch diese Haupthalle. Der Ausgang ist mit dieser dicken Metallluke völlig verschlossen. Achso, dann ist der Witz doch gut. Also mit mit Badehosen. Mit Unterhosen geht's hier eigentlich. Der Witz mit den Unterhosen geht folgendermaßen. Treffen sich zwei Unterhosen in der Waschmaschine. Meint die eine, hey, warst du auf Urlaub? Meint die andere, wieso? Meint die erste wieder, weil du so braun bist. Oder treffen sich zwei Muffins im Backrohr. Meint das eine, oh, ganz schön heiß hier drin. Schreit das andere, ah, ein sprechendes Muffin. Das sind Sachen, die ich lustig finde. Wirklich sehr lustig. Aber so etwas habe ich zuerst nicht gesehen. Was zur Hölle? Was geht hier vor sich? Vielleicht wurden wir irgendwie in eine Art Verbrechen gewickelt. Ein sprechendes Muffin, ja. ich glaube, den Witz habe ich aus Du and the Half Man. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich habe den Witz nur von einem Freund aufgeschnappt. Ich habe Du and the Half Man nicht geguckt. Was meintest du, dass wir entführt wurden? Glaubst du etwa, dass wir irgendwie in unserer Abwesenheit irgendwohin verschleppt wurden? Oh mein Gott. Hey, come on. Komm schon, denk positiv. Ich wette, das ist alles hier nur Teil der Willkommenszeremonie. You know? Ja, ich bin mir sogar sicher. Ich werde es erstmal leicht angehen. I see. Also, die Lehrer wollen uns einfach nur überraschen? What the hell? Huh? Dann penne ich jetzt? You know what I mean. Ich bin zu lang aufgeblieben wahrscheinlich, also darf ich mir bestimmt eine kleine Auszeit gönnen. Ich fühle, dass die ganze Spannung hier sich langsam auflöst. Aber dann... Diese Stimme war unpassend, so spielerisch und unbesorgt. Als ich sie gehört habe, fühlte ich eine tiefe, verstörende Furcht in mir greifen. Sie hörte sich wie ein Lachen bei einem schweren Unfall an. To all incoming students, I would like to begin the entrance ceremony at right now. Please make your way to the gymnasium at your earliest convenience. Was war das? Goodbye. Wenn ihr mich entschuldigt. Hey, du kannst doch nicht so einfach gehen. Could it be? Oh yeah, jetzt verstehe ich erst. Das Ganze hier war einfach ein Vorgeschmack der Willkommenszeremonie. Mann, Gott sei Dank, dass es nur ein Scherz war. Ich wäre total ausgeflippt. You know? Okay, dann gehe ich jetzt auch. Ich frage mich, was sie noch so auf Lager haben. Verdammt, ich hätte den Schlaf echt gut gebrauchen können. Meine Laune ist im Keller. Warte, ich komme mit dir.
So viel dazu. Bis gleich. Anyway. Ich gehe auch, falls es jemanden interessiert. Jeder begab sich zur Turnhalle, aber ich konnte mich einfach nicht bewegen. Dieses unbehagliche Gefühl, ich kann es nicht vergessen. Und wie es aussieht, war ich nicht der Einzige. Da stimmt etwas nicht. Ja, die Durchsage ist richtig komisch. Vielleicht ist das so, aber Inaktivität unterstreicht doch nicht unsere Sicherheit. Wir sollten uns bewegen. Seid ihr nicht neugierig, was hier gerade passiert? Wenn ihr mich, wenn wir nicht weitermachen, lernen wir nichts. Deswegen müssen wir weitermachen. Ich schätze, sie hat recht. Aber ich bin immer noch ein bisschen, nein, sehr angespannt. Wir haben keine Wahl, wir müssen gehen. Der hat uns zur Turnhalle gebeten, richtig? Möchtest du deinen Spielfortschritt sichern? Ja, warum nicht? Shit. Scheiße. Was denken sie sich? Was denken sie sich dabei? Das weiß ich nicht, Mondo. This is bad. Diese Durchsage, richtig gruselig. Was zur Hölle? Ist das ein schlechter Scherz? Aber das ist doch komisch, oder? Bin das nur ich? Listen. Ich weiß, wie ihr euch fühlt, aber welche andere Wahl haben wir? Richtig. Wenn wir nicht weitermachen, lernen wir nichts. Wir müssen also weitermachen. Ups. Oh. Das war ein Energy Drink. Was ist denn los? Warum sind alle so aufgeregt? Warum bist du so aufgeregt? Diese Überwachungskamera scheint eine Waffe an ihr hängen zu haben. Aber diese kann nicht echt sein, oder? Heiliger! Was hat es mit dieser riesigen Metallluke auf sich? Wir sind in Fallout gefangen. Oh nein! Ein Fallout-Shelter. Ich wusste es. Sie sieht wie so etwas aus, das man in geheimen militärischen Basen findet oder so. Oder in Fallout. Das ist aber die Haupthalle, richtig? Das Ding war aber noch nicht da. Ein leerer Briefkasten. So falsch ist das mit Fallout nicht. Ja, ich weiß. Dort ist ein Fernseher. Die Schule wird vom Staat finanziert. Das haben wir schon gemacht. Aber ich bekomme keine Münze. Warum bekomme ich keine Münze? Bekomme ich hier eine Münze? Nee. Alles klar, dann verlassen wir. Wir gucken uns zuerst um, ob hier noch irgendwo jemand rumsteht. Scheint aber niemand einfach so rumzugammeln. Hey, come on. Mei Fräsen. Ihr hätt niemals gedacht, dass der Akademie der Hoffnung so kacke ist. Ich hoffe, ihr versteht meinen Dialekt einigermaßen. Der Knast war mittlerweile. Das Gefängnis war viel besser als der Kinderkram da. Was denken die sie eigentlich dabei? Und warum sind hier keine anderen Schüler in der Akademie? Wir können doch nicht die einzigen sein, oder? Ist das nicht richtig schlecht? Sie wollen uns nur erschrecken.
Sie werden später auch bestimmt die ganzen Metallplatten entfernen und so. Lasst uns auf das Beste hoffen und uns auf das Schlimmste vorbereiten. Von nichts kommt nichts. Ich hab ka beschissene Angst. Los jetzt, eine. Hey. Wer wollte, dass wir hier... Wer wollte, dass wir hierher kommen? So ein Arschloch. Manto! Manto, stopp! Rennen ist nicht erlaubt! Und rennt danach, oder was? Ich werde auch gehen. Hey, warte! Lasst mich hier nicht alleine! Es folgt eine weitere Einführung. Du kannst Stab in einem Raum drücken, um die derzeitigen Gegenstände zu analysieren. Eine Analyse wird alle Individuen oder Objekte anzeigen, die du in einer Gegend untersuchen kannst. Sehr nützlich. Ich bin aber immer so ein Ich fahr mit der Maus rum Typ. Eine Vitrine. In ihr sind tausende Trophäen und Medaillen. Kein Wunder, alle Schüler sind hier auch ultimativ. Das hier ist nur ein Bruchteil ihrer Leistungen und Gewinne. Ja, das war aber alles, was wir hier so machen konnten. Kyoko. Absolute Stille. Aus irgendeinem Grund ist sie die Einzige, die ihre Ruhe bewahren kann. Oder vielleicht bilde ich mir das nur ein? Wo sind alle anderen Schüler? Die sind gerade reingerannt. Warum sind wir hier die Einzigen? Die sind alle schon drin. Ich habe ein sehr schlechtes Gefühl bei der Sache. Diese Schule hat sehr viele Fernseher. Sie können doch nicht alle nur für die Durchsagen sein. Eine weitere Überwachungskamera. Ich glaube, wir werden jede Sekunde überwacht. Ich hasse es. Das müsste es jetzt eigentlich gewesen sein, oder? Ja. Gut, dann ab da rein. Obwohl ich immer noch ein unbehagliches Gefühl hatte, gehorchte ich der Durchsage und ging in die Turnhalle. Und dort? Oh, es sieht wirklich aus wie eine Willkommenszeremonie. Yo. Siehste, hab's doch gesagt, das hier ist eine völlig normale Zeremonie. Hiro hatte recht, aber irgendwie hat diese Annahme einfach unsere Unnormalität unterstrichen. Hey there, howdy, hello, is everyone here? Good, then let's get things rolling! Monokuma wird zwar ziemlich die nervigste Stimme im ganzen Let's Play werden. Das hier war das Seltsamste, was ich je gesehen hatte. Vor meinen Augen sah ich etwas, das ich nicht begreifen konnte, egal wie sehr ich mich anstrengte. Nice to meet you all. Freut mich, euch alle kennenzulernen. Solch eine hohe und sorgenfreie Stimme gehörte hier nicht rein. Die ganze Sorge, die ich mit mir trug, hat sich plötzlich in völlige Angst entwickelt. Der Teddybär kann sprechen! Ruhe! Es enthält bloß einen Lautsprecher. Hey, come on now. Wie ich bereits sagte, ich bin kein Teddybär.
Ich bin Monokuma und euer Direktor. Es hat sich bewegt! Alter, Hifumi ist so toll. Reiß die Zaumäuder. Ist nur Kackspülzeug. Wie wagst du es, mich ein Spielzeug zu nennen? Du hast mich verletzt. Sehr verletzt. Mein System ist so kompliziert, dass nicht mal die NASA diese herstellen oder programmieren gar verstehen kann. Ah, aber ich möchte die Träume der NASA nicht zerstören. Diese Gedanken könnte ich nicht gebären. Well. Gebären? Wirklich? Du tust mir leid. Weiter im Plan. Wir müssen so langsam anfangen. Ah, fällt dir jetzt schon nichts mehr ein? Keine weiteren Bärwitze? Ruhig jetzt, seid still. Ah, okay, also. Er hat sein witziges Verhalten verlassen. Good morning. Bitte steht auf und verneigt euch. Guten Morgen. Guten Morgen. What's your problem? Du musst nicht antworten. Also, lasst uns die bemerkenswerte und denkwürdige Willkommenszeremonie durchführen. Ich werde zuerst über euer zukünftiges Schulleben reden. Ihr wenigen mit Potenzial erfüllten Schüler repräsentiert die Hoffnung der Welt. Holy shit. Um solche wunderbaren Hoffnungen zu beschützen, werdet ihr einzig und allein innerhalb dieser Schulwände ein gemeinschaftliches Leben führen. Jeder hier wird in Harmonie zusammenleben und die später folgenden Regeln beachten. Hä? Jetzt kommen wir zu dem Endtermin eures gemeinschaftlichen Schullebens. Wenn es einen gäbe. In anderen Worten, werdet ihr hier bis zu eurem letzten Atemzug sein. Dies ist das versprochene Schulleben. Was hat es gerade gesagt, bis zu unserem letzten Atemzug. Holy shit, ist so anstrengend. Ja. Keine Angst, wir haben ein vielfältiges Sortiment an Grundbedürfnissen. Hold on a second. Darüber machen wir uns gerade am wenigsten Sorgen. Was zur Hölle? Du sagtest, wir sollen hier für immer leben. Du verarschst uns doch, richtig? Ich verarsche euch nicht. Ich bin nie ein Lügner. Ich spreche zu 100% immer die Wahrheit. Aha. Challenge, du musst alle Free Times von Doku hintereinander machen am Anfang. Warum so eine Challenge? Ah, übrigens, ihr seid komplett von der Außenwelt isoliert. Jegliche Kommunikation ist vergebens. Hier seid ihr aber dafür sicher. Ist isoliert? Also all diese Metallplatten? Sie sperren uns hier ein? Deswegen sind sie da, ja? Egal wie sehr ihr schreit und weint, niemand wird kommen. Somit möchte ich euch bitten, euer Schulleben hier gemütlich anzufangen. Hey, come on.
Komm schon, hör auf. Es war echt lustig, aber ich möchte jetzt weitermachen. Jo, Alter, lass die Scheiße. Jetzt. Ist nicht mal lustig. Warum behauptet ihr die ganze Zeit, dass mein Anliegen eine Lüge oder Scherz ist? Ihr seid alles skeptisch. Da kann man wohl nichts machen, ha? Huh? Ihr wurdet ja schließlich in einer dummen Zeit großgezogen. Also soll ich die Challenge jetzt echt machen? Egal, jedenfalls werdet ihr genug Zeit haben zu verstehen, dass das hier kein Scherz ist. Nein, das war nur ein Witz. Alles klar. Und sobald ihr es versteht, bereut ihr, an eurem Direktor gezweifelt zu haben. Most unfortunate. Hier meine ganze Zukunft zu verschwenden, würde echt ein Problem darstellen. Komm schon, was ist denn los? Ihr habt euch frei entschieden, zur Akademie der Hoffnung zu kommen, oder etwa nicht? Und jetzt wollt ihr schon nach dieser Willkommenszeremonie einfach gehen? Hey, Ach ja. Ich habe etwas vergessen. Es gibt einen Weg, diese Schule zu verlassen. Echt? Also, als ein Direktor habe ich natürlich eine besondere Bedingung erschaffen, wenn jemand gehen möchte. Ich nenne sie die Abschlussbedingung. Lasst mich jetzt kurz diese lustige Regel erklären. Wie bereits erwähnt, leben wir von nun an ein gemeinschaftliches Leben in purer Harmonie. Wenn jemand allerdings diese Harmonie stört, würde nur er die Schule verlassen dürfen. Dies, meine Schüler, ist die Abschlussbedingung. Was meinst du mit einer Störung der Harmonie? Buhuhu. Nun ja. Falls jemand einen anderen Schüler ermordet. Mord? Erstechen, ersticken, verprügeln, vernichten, zerhacken, ertrinken, anzünden. Ist doch eigentlich egal. Du musst jemanden töten, wenn du gehen möchtest. So einfach ist das. Der Rest liegt an euch. Legt euch ins Zeug, das beste Resultat auf der schlimmsten Art und Weise zu erreichen. Ein kalter Schauer lief mir über den Rücken. Du musst jemanden töten, wenn du gehen möchtest. Nachdem ich diese Worte gehört habe, gefror mein Blut. Buhuhu. Ich wette, jetzt seid ihr wacher. Sowas nimmt einen schon mit, hä? Ihr seid zwar die Hoffnung der Welt, aber wenn sich diese Hoffnung selber umbringen würde, würde die dunkle Verzweiflung geboren werden. Und ich finde es so geil. What the hell? Ja, Alter, wenn meine Oma oder mein Opa reinschauen würden, die würden dann das Telefon zur Hand nehmen und erstmal die Psychiatrie kontaktieren. Wenn sie nicht wissen würden, dass es hier mitten im Spiel geht. Was zur Hölle blabberst du da? Zu töten ist. Zu töten bedeutet zu töten. Hier ist bestimmt irgendwo ein Wörterbuch für dich. Wir wissen, was es heißt. Das ist nicht das Problem. Warum müssen wir uns gegenseitig töten? Genau, laber nicht so einen Unsinn. Lass uns nach Hause gehen. Laberei? Blabbering, blabbering. What do you mean blabbering? Stop blabbering on about blabbering on.
Ihr versteht es immer noch nicht. Hm? Lass uns gehen. Ihr sagt die ganze Zeit das Gleiche. Hört zu, ab heute wird diese Schule euer Zuhause, Leben und eure Welt sein, verstanden? Lol, stell dir mal vor, die würden das ohne Kontext hören, wenn die Hoffnung sich selbst tötet, entsteht die dunkle Verzweiflung. Ja, und danach kommt noch, und das ist so geil! So komplett out of context. Und ihr dürft so viele töten, wie ihr wollt. Also, los, lasst das Blutbad beginnen. Okay, ja, ist jetzt endlich gut. Du hast uns erschreckt, aber jetzt ist gut. Kannst du jetzt bitte aufhören, Direktor? Boah, ich habe keine Ahnung, wie ich Yasuhiro sprechen soll. Ich weiß nicht, ob die Stimme zu ihm passt. Aufhören? Ja, bitte. Es war ein netter Trick, wirklich. Das hat bestimmt viele Proben gebraucht, richtig? Weda, holt's Maul. Und hau ab. Er schob Hiro weg und stellte sich vor Monokuma. Seine Stimme grollte wie Donner. Hör zu, Arschloch. Genug mit der Scheiße. Wo süße Kacke? Wo süßer Kackscherz? So rum. Ein Scherz? Meinst du deine Haare? Du Kleines. Monto schrie dann. Katapultierte er sich in die Luft und... Hä? Katapultierte er sich in die Luft und, alles klar, steuerte Monokuma an. So schnell wie eine Kugel. Dann ergriff er Monokuma. Gotcha, you little piece of shit. I don't know if you're a toy or a stuffed animal or whatever the hell. Dann belasse ich die Stimme so. Either way, I'm gonna rip you to fucking shreds. What? Violence against the headmaster is in violation of school regulations. Shut the fuck up. Let me out of here, I swear to Christ. Hey, damn it. Was ist los? Countwort, diesmal? Piece of shit. Hör mit dem Piepen auf und sag was. Pass auf, wirf es weg! Hä? Schnell, wegwerfen! Ich weiß nicht, ob die Schärfe ihrer Wörter ihn betäubt haben, aber er befolgte ihren Rat ohne Wort. Er warf Monokuma. Und dann... Wie er schaut! Was? Der Scheißgrot war kein Scherz. Es explodiert. Ich wurde über einen sehr kurzen Zeitraum taub. Danach roch ich Schießpulver. Explosionen passieren vielleicht in Filmen oder Spielen. Aber im echten Leben ist das anders. Sowas habe ich nie gesehen. Aber heißt das nicht, dass der Teddybär somit zerstört wurde? Ich bin kein Teddybär, ich bin Monokuma. Noch einer? Damn you. Du verfickter Huster, du wolltest mich umbringen. Natürlich wollte ich das. Du hast schließlich gegen die Vorschriften verstoßen. Dieses Mal drücke ich ein, nein, zwei Augen zu, aber das nächste Mal solltest du vorsichtiger sein. Jedes böse Kind, das die Vorschriften nicht befolgt, oder? Wird meine Maßnahmen spüren und die sind nicht nett. Gut, also ich habe jetzt Herrn Monto ein bisschen gesprochen. Passt es, wenn ich denn jetzt Österreichisch weiterspreche, oder soll ich dem dann irgendwie doch eine andere Stimme in Deutsch geben?
Hey, bedeutet das etwa, dass mehr von dir hier irgendwo sind? Monokumas wurden überall in der Schule aufgeteilt, ja. Zudem möchte ich die Überwachungskameras andeuten. Sofern sie einen Verstoß der Vorschriften übertragen. Nun, ihr habt gerade die Explosion gesehen, oder? Okay, dann belasse ich den in meinem österreichisch-steirischen Dialekt. Buhuhu. Das nächste Mal werde ich mit meiner Bestrafung nicht so vorgehen. So vergebend? Vergebend? Okay, ich verstehe vergebend nicht. Vergebend sein. Passt auf. Hört sich mit Dialekt lustig an. Probier's mal beim... Was? Probier's mal... Hä? Hört sich mit Dialekt lustig an. Probier's mal bar mal mit Deutsch, damit ich es vergleichen kann. Ich wüsste halt nicht, welche Stimme ich Mondo geben soll. Weil er spricht ja eher so Assi und ich kann halt nicht Assi-Deutsch reden, weil ich ja... Also meine Muttersprache ist schon Deutsch, aber ich spreche halt seit 24 Jahren, Korrektur, seit 23,5 Jahren Österreich-Steirisch. Also das, was ich jetzt immer gesprochen habe. Und Deutsch, wirklich das Deutsch, das ich jetzt spreche, ich glaube, man hört echt wenig raus, dass ich Österreicher bin, wenn man mich nur so hört. Aber liegt halt einfach nur damit zusammen, dass ich schon fast 1000 Videos auf YouTube gebracht habe. Das ist keine Bestrafung, das ist falsch. Zu guter Letzt möchte ich euch Schülern nach diesem freudigen Einstieg in dieser Schule etwas geben. In meiner Hand befindet sich das offizielle Schülerhandbuch. Ziemlich cool, nicht wahr? Alles klar, dann belasse ich es beim Dialekt. Wie ihr nur unschwer erkennen könnt, ist dieses völlig digital. Ich schätze, niemand hat damit Probleme. Deswegen wird es in dieser Schule E-Handbuch genannt. Nun, bezüglich diesem Handbuch. Es ist ein sehr schwerwiegendes Glied eures Schullebens. Keinesfalls dürft ihr es verlieren. Wenn es angeschaltet wird, zeigt es den Namen des Besitzers. Benutzt bitte eure eigenen. Allerdings ist dieses kein typisches Handbuch. Es kann noch viel mehr. Außerdem ist es ausschließlich wasserdicht. Ihr könnt es sogar von mir aus ertrinken lassen. Und dank der innovativen Technik heutzutage kann es mehrere Tonnen kühner Gewalt aushalten. Es beinhaltet alle Schulvorschriften, weswegen ich bitten möchte, diese aufmerksam zu lesen. Ich sage es wahrscheinlich sehr oft, aber ein Verstoß der Vorschriften wird nicht toleriert. Regeln beschränken, aber schützen. Was? Regeln beschränken, aber schützen. Die Gesellschaft wäre ohne das Gesetz der reinste Chaos. Das gleiche trifft hierzu, weswegen strenge Bestrafungen bei einer Verwüstung folgen müssen. Okay, somit ist die Willkommenszeremonie beendet. Bitte genießt euer reichlich tristes Schulleben. Wir sehen uns wieder. Nachdem er uns in einem Schockzustand verfasste, verschwand er einfach. Also, Leute, wie würdet ihr die Erfahrung gerade definieren? Wie? Warum? Ich verstehe das nicht. Wir müssen hier für immer leben oder töten? Was ist los? Keine Ahnung, was los ist. Stotter mal nicht so viel.
Dann spreche ich dich vielleicht auch lieber. Ich bitte alle, die Ruhe zu bewahren. Lasst uns zuerst zusammenfassen, was wir gerade gehört haben. Laut Monokuma haben wir grundsätzlich zwei Wahlen. Entweder bleiben wir hier und leben ein gemeinschaftliches Leben zusammen, bis wir sterben. Oder, wenn wir gehen möchten, müssen wir jemanden ermorden, richtig? Aber jemanden zu töten, das ist doch... Wir wurden urplötzlich entführt und an einen Ort hingeschleppt, der eine Schule repräsentieren soll. Und jetzt sollen wir uns töten? Das... Was ist das? Ridiculous. Ah, eine Lüge. Mehr nicht. Die ganzen lächerlichen Sachen, die wir gehört haben, sind einfach unecht. Momentan interessiert die Wahrheit hinter den Worten nicht wirklich. Viel wichtiger... Bedenkt jemand bereits, dies zu tun? Dagegen fand niemand eine Antwort. Ich blieb still und guckte jeden an nacheinander an. Alle schauten einander an und versuchten die gegenseitigen Gedanken zu lesen. Ich konnte Feindseligkeit spüren. Jetzt habe ich den übersprungen. Und das Skript bekomme ich nicht auf, wa? Nee. Ich habe endlich den wahren Terror hinter den Regeln Monokumas erkannt. Du musst jemanden töten, wenn du gehen möchtest. Dieser Satz pflanzte bösartige Gedanken in unsere Gehirne. Jeder wurde von jedem verdächtigt. Wir wurden gezwungen zu überlegen. Skript geht erst beim ersten... Echt? Warum geht das nicht einfach schon ab da? Man kann ja unabsichtlich was wegdrücken. Ich finde das halt voll dumm. Jeder wurde von jedem verdächtigt. Wir wurden gezwungen zu überlegen. Wird mich jemand verraten? Und so begann mein neues Schulleben. Diese Schule, die plötzlich in mein Leben auftrat und mir Hoffnung schenkte, war nicht eine Schule der Hoffnung. Sie war eine Schule der Verzweiflung. Prolog, willkommen! Das Ende. Ich esse mal kurz ein Schokowaffelröllchen. So, das Intro im zweiten Teil fandest du viel besser,
Ja. Ich mag beide. Aber ich finde, also ich mag sie wirklich, aber ich finde es jetzt nicht überkrass. Beide nicht. Da bin ich halt echt gute Openings, Intros von Anime gewohnt. Und der Danganronpa Anime zählt nicht dazu. Du musst jemanden töten, wenn du gehen möchtest. Sowohl mein Verstand als auch mein Atem fror ein, wenn ich darüber nachgedacht hatte. Aber ich will immer mit Enter. Ich konnte eine Ich konnte eine paralysierende Angst fühlen, welche sich langsam durch meinen Körper arbeitete und jeden Nerv tötete. Ah, die Luft wurde schwer. Sie drückte fest auf mein Genick. So, Scarlett, jetzt habe ich mal eine ganz kurze Frage. Inwiefern, findest du, hat sich das bei mir verändert? Weil ich habe ja Danganronpa 1 schon auf YouTube Let's Played gehabt. Und ich wollte es ja jetzt ein bisschen emotionaler vorlesen. Ich finde die Stimmen und generell das Sprechen, Lesen bekomme ich besser hin als am Anfang. Aber bin ich immer noch gleich beim Vorlesen oder so, wie ich es mir gewünscht hatte? Die Luft wurde schwer. Sie drückte fest auf mein Genick. Ich musste alles geben. Entschuldigung, da ist mein Mikro umgefallen. Ich musste alles geben, um dieser Kraft zu widerstehen. Ich finde, du kriegst die Betonungen mittlerweile viel besser hin. Die Stimmen selbst sind auch viel besser gefunden, weil sie den Charakter besser passt. Du darfst aber auch nicht vergessen, ne, am Anfang von meinem Danganronpa 1 Let's Play hatte ich nur ein Headset-Mikro und mittlerweile habe ich ja ein 20 Euro Handkeule. Aber mich freut es auf alle Fälle, dass es besser geworden ist. Das freut mich wirklich ziemlich sehr, weil ich will ja jetzt mal ganz so unter uns, ich will ja irgendwie irgendwo mal bei irgend so einem Fandom mitmachen. Das wäre the biggest dream. The biggest dream, wenn ich einen Anime-Charakter verdonen dürfte. Aber wie zum Beispiel hier beim letzten Mal mit dem Video des Klassengerichts, ich traue mich da halt einfach nicht anschreiben, weil ich bin, man will es mir zwar nicht glauben, weil ich schon über fast 1000 Videos auf meinem Channel habe und auch so beim Sprechen oder beim Stream so ein bisschen selbstsicher auftrete. Ich bin extrem, wirklich extrem schüchtern. Ich habe ewig gebraucht, bis ich irgendwie mal ein Video mit Facecam gemacht habe. Und ich bin super schüchtern und ich finde es einfach immer voll ungut, wenn man hier zum Beispiel jetzt fragt, hey, darfst du mitmachen oder so. Wie lange streamst du noch? Solange ich Zuschauer habe, Black SSN, solange ich Zuschauer habe. Macht Spaß mit Zuschauer. Ich hatte mal einen Stream, Dead by Daylight Stream, Dead by Daylight und Freitag der 13. Stream mit Zuschauern, da ging 8 Stunden. so, das habe ich schon gelesen. Kapitel 1, Verrat. Macht mir auch Spaß zuzuschauen. Das freut mich, wenn es dir Spaß macht zuzuschauen. Aber obwohl es so schwer war, brauchte es nur die scharfen Wörter von mir. Uff. Uff.
Ja, ich würde auch bei YouTube-Projekten viel leidenschaftlicher rangehen, wenn ich genug Kommentare bekomme, weil ich sag mal, mir ist es halt egal, wie viel Aufrufe oder wie viel Abos ich habe, solange ich sehe, dass es jemanden interessiert. Aber wenn ich jetzt ein Let's Play hochlade und ich sag mal, in dem Let's Play kommt bei Folge 20 war noch immer nicht ein Kommentar. Zum Beispiel, ich sag mal, Tales of Berseria oder Tales of Systeria, beide Tales of Berseria ging 100 Folgen lang, hatte ich keinen einzigen Kommentar während des Let's Plays, erst später irgendwann mal. Und bei Tales of Systeria, das ging irgendwie 30 Folgen lang. Ich hätte auch richtig Bock, das weiterzumachen oder beziehungsweise ich würde es löschen und nochmal neu anfangen. Aber ich habe halt einfach da keine Kommentare drauf bekommen. Deswegen war ich direkt unmotiviert, dort weiterzumachen. Und das sorgt dann halt auch dafür, dass ich Projekte einfach nicht mehr bringe, die ich vielleicht öfter gebracht hätte. Bei Danganronpa hatte ich das Glück, dass Scarlett, der Übersetzer, also der Macher des Deutsch-Patches, den ich gerade hier spiele, da viele Kommentare geschrieben hat und zugeguckt hat, und das fand ich halt einfach toll. Das hat mich richtig motiviert, dass ich das Spiel dann auch wirklich 60 bis 70 Folgen lang brachte. Und was werden wir hier machen? Was werdet ihr machen? Das weiß ich nicht, Kyoko-Schätzchen. Euch weiterhin anstarren? Ich werde auch beim zweiten Kapitel wieder mehr kommentieren. Yay! Das freut mich sehr. Das freut mich wirklich sehr. Ich liebe, wenn ich Kommentare lesen kann. Ihr gezieltes Kommentar war an alle gerichtet. Dieses schob uns wieder in die Realität zurück. Richtig, jetzt habe ich voll die falsche Stimme gemacht. Richtig, sie hat recht. Manchmal müssen wir trotz Nervosität oder Furcht einfach weitermachen. Solch einen simplen Fakt vergessen zu haben, wie konnte ich nur? Ich bin eine Schande. Jemand muss mich schlagen. Ich kann mir nicht vergeben. Los, bestraft mich! Oder, wenn du Zeit zum Schreien hast, dann hast du Zeit, was zum Machen. Vielleicht ist das so, aber was war unsere Mission genau? Denk mal nach, Idiot. Einen Ausgang suchen vielleicht. Und wir müssen auch den Typen, der den Bären kontrolliert, finden und verprügeln. Aber bevor wir das tun, sollten wir uns genauer die Handbücher angucken. Es ist wahrscheinlich das Beste, erstmal die Schulvorschriften zu kennen, bevor wir irgendwas anderes machen. War, wenn wir hier randalieren, ohne die Regeln zu kennen, wird das nicht gut enden. Scheiße. Von mir aus, lasst uns jetzt einfach kurz die Regeln ansehen. Makoto Neigi. Nachdem ich mein E-Handbook angeschaltet habe, erschien mein Name als allererstes. Genau wie Monokuma gesagt hat, wird Vor- und Nachname des Besitzers angezeigt. Dann, als das Hauptmenü öffnete, habe ich auf Schulvorschriften geklickt. Eine nominierte und sortierte Liste erschien danach. Diese beinhaltete die Schulvorschriften. Anders gesagt, zwang diese Liste sie auf. Studenten dürfen sich ausschließlich in diesem Schulgebäude aufhalten. Dieses zu verlassen ist verboten.
Die Nachtzeit beginnt 22 Uhr und endet 7 Uhr. Spezifische Gegenden sind währenddessen geschlossen. Das Schlafen ist nur in den Schlafzimmern gestattet. Ein anderer Ort ist verboten. Die Akademie der Hoffnung darf mit minimalen Limitationen erforscht werden. Gewalt gegenüber dem Direktor Monokuma oder ein respektives Objekt seines Besitzes ist streng verboten. Nachdem ein anderer Student ermordet wurde, darf der Mörder die Schule verlassen. Er darf nicht entdeckt werden. Zusätzliche Schulvorschriften werden gegebenenfalls hinzugefügt. Während mir leicht schwummrig wurde, erhob ich meinen Kopf vom Bildschirm. Ich guckte mich danach um und sah die stürmischen Gesichtsausdrücke aller anderen. Das ist Bullshit, Alter. Wo sind die verdammten Regeln? Als ob sie mich kontrollieren. Als ob die mich kontrollieren könnten. Mir gleichgültig, warum schlenderst du nicht einfach durch die Schule und ignorierst alle Regeln? Was dann wohl passiert? Persönlich angedeutet, würde ich gerne sehen, wie jemand eine offizielle Regel bricht. However. Aber wenn er auf die gleiche Weise bestraft werden würde, würde er, glaube ich, nicht respawnen. Das ist zwar... Holy shit. Hab mich gerade an meiner eigenen Spucke verschluckt. Hier vor mir. Das ist zwar ein Spiel, aber ein Spiel ohne Respawnen. Das heißt, du respawnst nicht. Yo. Als ich ein Kind war, hat mein Bruder mich ständig. Hat mir mein Bruder ständig das Gleiche in den Schädel gekramt. Wenn ein Mann ein Versprechen macht, dann muss er es halten. Sogar wenn es ihn umbringt. And? Na und? What? Ich hab Tonnen von Versprechen gemacht. Deswegen. Na und? Na und? Ah, deswegen. Na und? Also kann ich da nicht verrecken. Ich darf einfach nicht verrecken. Kein Satz von dir macht grundsätzlich Sinn, aber ich denke, dass du leider den Vorschriften folgst. Lieber. Oder so. Nee, leider? Du bist so eine. Natürlich werde ich dir befolgen. Hey, ich hätte eine Frage. Vorschrift Nummer 6, kann jemand sie genauer erklären, bitte? Anyone who kills a fellow student and becomes blackened. Okay, ich lasse es einfach. Nachdem ein anderer Student ermordet wurde, darf der Mörder die Schule verlassen. Er darf nicht entdeckt werden. Du meinst den Rest richtig? Da, wo steht, sofern unentdeckt? Das habe ich mich selber gefragt. Es bedeutet ganz einfach, dass der, der gehen möchte, einen Schüler töten muss, ohne dass andere ihn als Täter enthüllen. Warum müssen wir das tun? Ich habe Yaku ja echt vermisst mit seinem... Das war echt vermisst. Ich sehe keinen Grund, besorgt zu sein. Folgt einfach den Regeln, wie sie uns erklärt wurden.
Offen gesagt, möchte ich nicht von jemandem hören oder sehen, der auf die Anweisung anderer wartet. Ärger mich nicht. Da haben sich welche gefunden. Ich finde, wir sollten jetzt einfach den ganzen Müll vergessen und uns ein wenig entspannen. Da wir jetzt die Vorschriften kennen, können wir die Schule erforschen. Richtig, wir müssen unsere exakte Lokation ermitteln. Gibt es einen Ausgang? Wie stehen die Ressourcen? Es gibt viele antwortwürdige Fragen. Alter, ich bin echt so schlecht im Lesen. Holy shit, einfach nur. Ist so, lass uns los. Ich werde alleine gehen. Was? Warum? Das ist eine sehr dumme Idee. Das weißt du hoffentlich. Jemand hat vielleicht schon einen Plan für Mord geschmiedet. Befürwortest du etwa, dass wir am besten neben dem Mörder noch stehen? Warte, das würden wir... Wage nicht zu behaupten. Es könnte nicht passieren. Man kann diese Möglichkeit nicht bestreiten. Deswegen wurdet ihr doch alle von Angst und Furcht übernommen, als ihr die Abschlussbedingungen gehört habt. Richtig. Also, ich darf natürlich letztendlich selber entscheiden, was ich mache. Just hold on. Dieses Möglichkeit, Alter. Voll krass, Bruder. Deutsch gelernt bei Yoda, ich hab. Wart mal. Als ob er so ein Knirps irgendwo hinrennen. Also, wie irgendein Knirps irgendwo hinrennen los, Alter. What? Aus dem Weg, Abschaum. What? Wo? Suchst du Stress? Du bist der Abschaum dieser Welt. Nein, noch viel schlimmer. Das war schon fast ein Kompliment. So winziger, so unbedeutender, so nervtötender Abschaum, den ich noch nie ansatzweise gesehen habe. Ohne Spaß, du bist einfach nur ein Kaugummi, der an meiner Fußsohle klebt. Ich liebe es, Byakuya zu sprechen. Ich werde mit dir im Boden aufwischen, Alter. Hört auf! Wir sollten nicht... What? Was hast du gerade gesagt? Glaubst du, ich bin dein Bitch? Du glaubst, du könntest mir sagen, was ich machen soll? Wie so ein Foda oder was? Nein, ich wollte... Fick dich! Warm! Er schlug mich. Und ich flog. Das sah wie eine Szene in einem Comicbuch aus. Ich habe den Schlag nicht mal gesehen. Plötzlich war einfach seine Faust in meinem Gesicht. Erst stand ich noch da, dann eine Sekunde später lag ich auf dem Boden. So einfach war das. Jetzt, worüber ich nachdenke, habe ich, glaube ich, vergessen. Mit welchen Leuten ich hier eingesperrt bin. Mein gesunder Menschenverstand stoppte. Ich habe tatsächlich gedacht, ich könnte mit dem Ultimativen reden. Deswegen weiß ich mittlerweile, dass es so kommen musste. Aber
Ich fühle keine Realität mehr. Dies war mein letzter Gedanke. Danach löste sich mein Bewusstsein langsam und gleichzeitig schnell auf, bevor es schließlich absolut die Verbindung trennte. Und als ich endlich wieder meine Augen aufmachte, sah ich... Wo bin ich? Als ob es zu meiner Tagesroutine gehörte, bin ich schon wieder in einem Raum aufgewacht, den ich nie zuvor gesehen habe. Okay, also, wo bin ich jetzt gelandet? Du hast nun Zugriff zu deinem Schülerhandbuch. Mit diesem kannst du hilfreiche Informationen aufrufen. Diese wird durch Drücken von F1 geöffnet. So. Die wichtigste Funktion hier ist... Ba-ba-bam, 82 cm. 88 cm. 80 cm. War natürlich nur ein Spiel. War nur ein Spaß. Ah, ja, ja. Mit diesem Knicke. Ah, dort sind die Regeln, alles klar. So, dann speichern wir mal. Sicher ist sicher. Skript, Option, Hauptmenü, Laden. Alles klar, Geschenke und Berichte. Du hast Junko vergessen. Ja, ich habe Junko vergessen. 80 cm. Was, warum? Versteht das warum gerade nicht. Jenes Handbuch kann sowohl die Schule... Warum würdest du deinen Favoriten vergessen? Ich habe ein Text-RB mit einem Kollegen am Laufen. Das ist eigentlich ein Date-Alive-Jury-Ship-Text-RB auf WhatsApp. Mit Kotori und Kurumi. Aber wir haben noch andere Charaktere eingebunden. Und einer meiner Charaktere ist Junko Enoshima. Und natürlich habe ich mir zuvor ihre Werte angeguckt. Damit ich die dann im RP festhalten kann. Deswegen wusste ich ihre Werte eigentlich auch schon. Jenes Handbuch kann sowohl die Vorschriften als auch die Berichte aller Charaktere anzeigen. Warum will ich immer Fortschriften sagen, statt Vorschriften? Ich will immer das mit T sagen, Fortschriften. Und ich weiß nicht, wieso. Bei bestimmten Zeitpunkten sind die Karten und Wahrheitskugeln nicht aufrufbar. Du kannst auch deinen Spielstand speichern, habe ich schon gemacht, oder einen anderen laden. Beides erfolgt über System. Außerdem kannst du mit Hilfe von F2 das kürzliche Transkript inspizieren. Oh ja. Nice. Dieses beinhaltet sachdienliche Information und Kommentare aller teilnehmenden Charaktere in der kürzlichen Zeitspanne. Sachdienstliche habe ich auch noch nie gehört. Es ist ein Notizblock. Ich glaube, die Schule hat jeden von uns so einen gegeben. Ein Notizblock. Er wird uns töten. Da liegt etwas in der Schublade. Es ist ein Werkzeugkasten. Er muss brandneu sein. Er ist immer noch von der Schutzfolie umhüllt. Da ich es momentan nicht brauche, lasse ich es einfach hier.
sieht wie eine Art Fusselrolle aus. Holy shit, Twitch. Du entziehst das bitte nicht mehr. Das bedeutet wohl, dass wir selber aufräumen sollen. Hier wurde eine Metallplatte angeschraubt. Diese soll uns wohl einsperren, hä? Eine Überwachungskamera. Ich hasse den Gedanken, jemand könnte mich gerade beobachten. Wir dürfen nicht die Kamera beschädigen, weshalb ich es auch nicht tun werde. Alter, wie ich halt immer noch kein Ding bekommen habe. Dort hängt ein Blatt Papier an der Wand. Darauf steht: Ankündigung vom Direktor Monokuma. In diesen Zimmern sind jegliche Schlösser von Manipulation oder Zerstörung geschützt. Einen individuellen Schlüssel zu erneuern erweist sich als sehr schwer. Verliert ihr nicht. Eure Räume besitzen eine Dusche. Aber bitte seht ein, dass das Wasser in der Nachtzeit abgeschaltet ist. Finde ich aber voll doof, weil ich gehe mich meistens immer so um 12 baden. Nachdem besitzen die Bäder der Mädchen ein eigenes Schloss. Zu guter Letzt haben wir ein kleines Geschenk für euch vorbereitet. Für die Mädchen ist es ein Strickkasten. Für die Jungs ist es ein Werkzeugkasten. Der Strickkasten enthält zudem eine Liste von vitalen menschlichen Organen. Er weist sich für das Töten nützlich. Die Jungs sollen wissen, dass bloß ein kräftiger Schlag auf den Kopf für einen Mord reicht. Deswegen die Werkzeuge. Zerbrecht euch hier nicht den Kopf und genießt euer Leben, solange ihr noch könnt. Ich zerknüllte das Papier und schmiss es in die Mülltonne. Aber die Mülltonne kann ich nicht inspizieren. Doch. Einfach ein täglicher Mülleimer. Ich sehe keine Falltür oder kein geheimes Fach oder so. Alles, was in dem Mülleimer ist, ist das zerknüllte Papier von eben. Ja, eine Münze. Endlich meine erste Monokuma-Münze. Das hier scheint das Badezimmer zu sein. Hä? Es lässt sich nicht öffnen. Ich schätze, es ist versperrt. Ich muss jetzt leider pennen, hab morgen voll lange Arbeit. Schau morgen wieder zu, wenn du Bock hast. Alles klar, Scarlett. Ich wünsche dir eine gute Nacht, schlaf gut und einen schönen Tag morgen. Irgendeine Art Bildschirm. Ah. Dies muss der Schlüssel für das Zimmer sein. Mein Name steht auf dem Schlüsselanhänger. Danke, Scarlett. Was heißt, dass dieser meiner ist, richtig? Ich sollte ihn besser behalten. So, soll ich den Stream jetzt beenden oder soll ich noch ein bisschen weitermachen? Lass ich jetzt den Chat entscheiden. Oh. Alles klar, dann mache ich noch ein bisschen. Ich habe aber vorhin ein Item bekommen. Da würde ich mir mal gern die Beschreibung von durchlesen. Oh. Da, Schulwappen. Ein Abzeichen, auf dem das Wappen der Hope's Peak Academy abgebildet ist. Jeder Student bekommt einen. Dieser Gegenstand wird denjenigen verliehen, die den Prolog beendeten.
Alles klarchen. Gut, dann. Die Tür führt nach draußen, wie es aussieht. Sie ist versperrt. Also, einige dieser Räume haben Schlösser, hä? Alle haben Schlösser, nur die Badezimmertüren haben nur bei den Mädchen Schlösser und bei den Jungen nicht. Makoto, deine Tür hat immer ein Schloss. Ich glaube, ich verstehe. Dieser Raum muss... Das Schlafzimmer ist nur in den... Holy shit. Das Schlafen ist nur in den Schlafzimmern gestattet. Ein anderer Ort ist verboten. Dies muss mein Schlafzimmer sein. Oh nein, er hat es herausgefunden. Die Welt wird untergehen. Jemand hat mich hierhin getragen, als ich ohnmächtig wurde. Das ist also die Antwort der Frage. Aber die Antwort, aber die andere Frage ist, was machen alle gerade? Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Dafür muss ich den Raum erstmal verlassen. Ja. So, dann trinke ich noch einen Schluck. Wenn es hart auf hart kommt, muss ich gleich kurz nicht mal eine Minute aufstehen. Ich muss mir dann nämlich Wasser holen, weil ich trinke gerade Eistee und mein Hals wird so schnell trocken gerade. Ich weiß nicht wieso. Liegt wahrscheinlich daran, dass ich um, glaube, 14 Uhr oder so bis 15 Uhr Dark Souls gestreamt habe. Dann habe ich von 18 Uhr bis 19 Uhr Danganronpa gestreamt und dann habe ich von 20 Uhr bis jetzt Danganronpa gestreamt und die ganze Zeit geredet. Ich glaube, ich habe noch nie so viel geredet an einem Tag. Obwohl, wenn ich so ans erste Let's Play von Danganronpa denke, da war ich nach dem ersten Aufnahmemarathon heiser. Aber das lag eher an Hiros Stimme. Ich bin aus dem Raum gerannt, um zu den anderen zu gehen. Aber vor der Tür wartete jemand für mich. Es war wie in einer alten TV-Show. Them. Oh. Sayaka? Sorry, are you okay? You're okay. Sorry about that. Sie trug ein peinliches Lächeln, als ich auch wieder aufstand. Bist du so hart gegen sie gelaufen, dass du zusammen mit ihr umgefallen bist? Echt jetzt? Geht es dir wirklich gut, Sayaka? Bist du verletzt? So schlimm war es jetzt auch wieder nicht. Mir geht es völlig gut. Ich weiß, wie ich aussehe, aber ich habe tatsächlich einige Muskeln bei meiner Performance auf der Bühne aufgebaut. Das ist gut. Aber geht es dir gut? Du weißt schon, als Mondo dich geschlagen hatte. Stimmt, ich wurde ja vor allem umgehauen. Schätze, ich habe meine nicht vorhandene Coolness sofort vernichtet. Und so fängt jeder Hentai an. Nee, nicht nur jeder Hentai, sondern auch jeder Edgy-Anime. Die meisten Edgy-Anime. So ein typischer Klischee-Edgy-Anime. Makoto. Oh. Alles gut? Nichts falsch hier? That's good. Oh, da bin ich froh. Ich machte mir gerade ein wenig Sorgen. Danke. Apropos, wo wolltest du eigentlich hin? Ich wollte zu dir gehen. Du wolltest zu mir gehen? Listen. Nun, wenn es dir besser gegangen wäre, hätte ich gehofft, dich in die Cafeteria zu bringen. Die Cafeteria? You see. Nachdem du ohnmächtig wurdest, machten alle ihre eigenen Sachen. Wir hatten entschlossen, dass eine individuelle Erforschung viel effizienter wäre. Deswegen haben wir gesagt, dass wir uns später wieder treffen, um über unsere Resultate zu diskutieren. Heißt das, dass alle fast fertig sind?
Wenn das so ist, gehe ich natürlich mit dir. Gut, ich werde vorgehen. Die Cafeteria ist ganz in der Nähe. Wir gehen natürlich erstmal den falschen Weg. Das ist unser Zimmer. Hier kam ich gerade raus. Mein Name und ein Bild von mir wird hier angezeigt. Es gibt keinen Grund für mich, dort erstmal wieder reinzugehen. Hier ist eine Art Namensschild. Alle Türen sehen sonst gleich aus. Sagt er das jetzt bei allen? Ja. Alles klar. Kyoko, Kiyotaka, Makoto, Monto, Byakuya, Sayaka, Junko, Doko, Chihiro, Celestia, Aoi, Sakura, Leon, Yasuhiro und Hifumi. Alle werden sich in der Cafeteria versammeln. Ich sollte sie selber betreten. Oh, ich dachte, das wäre die Cafeteria. Da ist doch so ein schöner Mülleimer drauf. Das ist das Badezimmer der Jungs. Ich muss mir merken, wo es ist. Das solltest du dir merken. Das ist das Badezimmer der Mädchen. Es ist mir nicht so nützlich. Es ist mir nicht so nützlich. Alles klar. Ich würde sehr gerne wissen, wohin die Treppen führen. Aber es gibt keinen Weg hinter dieses Gitter. Warum baut man Treppen, wenn man sie sowieso später versperrt? Weil wir da noch hinkommen. Irgendwann. Ist aber nicht so, als könnten wir einfach da einen Knopf drücken. So, das ist das Storage. Rattel, rattel. Das Ding bewegt sich kein bisschen. Scheint wohl versperrt zu sein. Oder? Ja, also ich weiß ja nicht. Ha. Alle werden sich in der Cafeteria versammeln. Ich sollte sie selber betreten. Ich kann hier wohl nicht rein. Dort findet man die ganzen Klassenzimmer und so. Aber warum sollte ich jetzt dahin gehen? Ich sollte mich mit allen in der Cafeteria treffen. Dies muss die Cafeteria sein. Zumindest sieht sie sauber aus. Ich schätze, das ist nicht wichtig, weil wir hier ja gefangen sind und so. Ja, yeah, das stimmt. Aber ich hab's trotzdem gern sauber. Niemand wartet auf uns. Wir haben keine Wahl. Wir müssen hier erstmal warten. Okay, dann warten wir. Hä? Schon wieder? Ich bin übersinnlich. Nein, ich mach nur Scherze. Echt. Wirklich, ich habe einfach nur eine gute Vorahnung. Ist es wirklich nur Vorahnung? Dies ist ein weiteres Tutorial. Jetzt werden dir Reaktionen vorgestellt. Wenn du gleich mit Sayaka reden wirst, wirst du lila Worte sehen. Anscheinend sind dir Reaktionen schon bekannt. Allerdings werde ich diese trotzdem erklären. Alles klar. Wenn lila Worte in einem Satz erscheinen, kannst du die rechte Maustaste drücken, um zu reagieren. Dann kannst du über WASD eine Auswahl mit der linken Maustaste bestätigen. Das Spiel ist, ich sag mal, ein bisschen informativer als der Anime.
man bekommt viel mehr Dialoge. Und eigentlich ist das Spiel, also eigentlich stammt das, ist das Spiel, ist der Anime ja auch vom Spiel adaptiert. Das bedeutet, das Originalwerk ist das Spiel hier. Also zumindest habe ich noch von keinem Danganronpa Manga gehört. Aber ich kann dir mal ganz kurz was nachgucken. Ich hoffe, das fickt jetzt mein Internet nicht zu hart. Aber ich tippe jetzt einfach mal Anime Search ein. So, Anime und Manga. Danganronpa. Das ist es. Adaptiert von Videospiel, ja. Also das Spiel hier, das ich jetzt gerade spiele, ist das Haupt, also das Originalwerk, und der Anime ist quasi vom Spiel inspiriert. Die nachfolgenden Spiele, also die nachfolgenden Anime-Staffeln, sind aber nicht mehr von den Spielen inspiriert. Das sind eher so eigene Sachen dann. Dann kannst du über WSD eine Auswahl, das habe ich glaube ich schon vorgelesen. So entsteht dann eine Reaktion. Dies erbringt mehr Informationen. In diesen meisten Fällen ist eine Reaktion für eine Fortsetzung des Gespräches notwendig. Somit kannst du jetzt dein sehr wichtiges Schulleben fortsetzen. Also wie spät ist das gerade? Was? 19 Uhr? Du warst sehr lange ohnmächtig. Ich verstehe. Da ich keine Möglichkeit habe, nach draußen zu schauen, habe ich das Zeitgefühl verloren. Wenn ich hier zu lange bleibe, werde ich noch verrückt. Auf dem Ding erscheint Monokuma öfters, aber gerade zeigt es einfach nur das Schulwappen. Ich will gar nicht wissen, wann er wieder dort auftaucht. Ah. Eine Überwachungskamera. Ich hasse den Gedanken, jemand könnte mich gerade beobachten. Wir dürfen nicht den Kameras, ja, das haben wir schon gelesen. Yeah, eine Münze. Jetzt haben wir schon zwei. Ich werde hier nicht unkontrolliert rumschlentern. Ich sollte lieber auf die anderen warten. Ja, ja, Makoto. Und dafür interessierst du dich nicht, dass hier Bäume sind? War ja auch wieder klar, dass sowas Wichtiges wieder komplett unwichtig ist. Hey, Diese Münzen kannst du sammeln und bei diesen, nach dem ersten Klassengericht wird der Schulstore freigeschaltet. Ne, der Schulstore wird, glaube ich, schon hier freigeschaltet. Ich glaube, jetzt in Kapitel 1. Und im Schulstore kann man die Münzen in den Automaten stecken und da kann man dann Geschenke rausbekommen. Und wir können mit den verschiedenen Charakteren hier Freizeitaktivitäten machen. Das bedeutet, man lernt ein bisschen über die Backstory des Charakters, und wenn man denn das richtige Geschenk gibt, dann bekommt man was von ihm. Vor allen Dingen halt ein neuer Eintrag, also ein Dialog halt, ein Eintrag in den Berichten, und wenn man genug viele Freizeitaktivitäten macht, kann man dann für die Klassengerichte Fähigkeiten freischalten. Von Sayaka zum Beispiel bekommen wir Goldstimme, und das macht, dass unsere Behauptungen doppelt so viel Schaden machen im Klassengericht dann. Und das sind halt dann ganz verschiedene, wie zum Beispiel macht den Cursor langsamer, macht den Cursor schneller etc. Nee, nicht wirklich für Unlocked All. Ich habe ja wirklich jede einzelne Freetime mit jedem Charakter gemacht im Let's Play. Und ich kann dir sagen, ich habe
Ich habe nur 34 von 38 Errungenschaften, das heißt 89%. Das heißt, da fehlt noch einiges. Und das bekommt man auch nicht mit den Münzen. Makoto? Hä? Was ist los? Makoto, ich weiß, dass du unsere Vorstellung in die Länge zieht. Aber dass das unsere Vorstellung in die Länge zieht, aber ich muss dich etwas fragen. Ist das okay? Also bezüglich unserer Vorstellung. Wir wurden unterbrochen, aber ich habe eine wichtige Frage. Sayaka möchte mich etwas fragen. Jetzt bin ich einmal gespannt. Was wolltest du mich eigentlich fragen? Makoto, kann es sein, dass du mal zur Blackroot Junior High gegangen bist? Warst du vielleicht in der zweiten Klasse? Ja, das war ich. Ich wusste es. Ich war auf der gleichen Schule, allerdings in der vierten Klasse. Erinnerst du dich an mich? Ob ich mich erinnere? Selbst in der weiterführenden Schule war sie bereits eine Berühmtheit. Wie konnte ich mich nicht erinnern? Genauso komisch wie ihre Frage war der Fakt, dass sie sich an mich erinnerte. Wir haben nie miteinander gesprochen, aber trotzdem kannte sie mich irgendwie. Hey, bist du okay? Oh ja, bloß ein bisschen überrascht. Ich hätte nicht gedacht, dass du dich an mich erinnerst. Wir sind für 3 Jahre an der gleichen Schule gewesen. Natürlich erinnere ich mich an dich. Ah. Das stimmt, aber es waren doch auch viele andere Schüler in deiner gleichen Stufe, richtig? Zudem war ich nie ein berühmter oder auffälliger Schüler. Ich war bei allem durchschnittlich und meine Hobbys waren langweilig. Ich war normaler als normal, fast gruselig. Wovon redest du? Du bist so komisch. Komisch, aber... Sie hat begonnen, noch stärker zu kichern. Dieses mysteriöse Lächeln beruhigte mein Herz. Ihres war das netteste Lächeln, das ich jemals gesehen habe. Jedenfalls bin ich froh, jemanden hier zu kennen. Mit dir zu reden hat mir echt geholfen. Du bist großartig, Makoto. Nein, das bin ich nicht. Ich bin Staub im Gegensatz zu euch Ultimativen. Aber der Staub hat mir Mut eingebracht. Nicht diese Ultimativen. Ich bin Staub. Ich bin ein wertloses Staubkorn in der Existenz. Der Staubkörner. Danke, dass du das sagst. Okay. Und um mich für deine Hilfe zu bedanken, werde ich deine ultimative Assistentin sein. Hä? Meine Assistentin? Yep. Ich bin jetzt deine rechte Hand. Ich werde dir so oft wie möglich helfen. Lass uns gemeinsam diesen Ort verlassen. Wenn sie sowas sagt, dann fühle ich mich so stark. Hey, stärker als sonst. Ich kann nicht glauben, dass noch niemand ankam, aber ich bin mir sicher, dass das bald geschehen wird. Als ob sie wieder übersinnlich gewesen wäre. Makoto, Sayaka, ihr zwei seid wohl die Ersten, hä? Huh? Schade, ich wollte der Erste sein. Das bedeutet wohl, dass ich zu wenig Willenskraft habe. Ich gebe nicht auf. Das nächste Mal werde ich gewinnen. Die Gerechtigkeit wird übertrumpfen. Das ist ein bisschen übertrieben, findest du nicht? Und dann sind alle anderen nacheinander angekommen. Nach ein paar Minuten waren alle schließlich da.
Okay, it looks like everyone's here. Time to start the meeting. Let's all go around and share what we found out during our respective investigations. The sooner we find out what's going on, the sooner we get out of here. Hold on a sec. Warte eine Sekunde. What are you talking about? Was? Was ist mit dieser einen da? Die mit diesem silbernen Haar? Kyoko. Was ist mit ihr? Sie ist nicht anwesend. Was? Ich schaute mich nochmal um. Es stimmt. Sie war nicht hier. Ich frag mich, wohin sie ging. Hat jemand eine Ahnung? Aber alle haben ihre Köpfe geschüttelt. Warte, niemand hat sie also gesehen? Warum kommt Kyoko nicht? Könnte sie... Yes, indeed. Erstechen, ersticken, verprügeln, vernichten, zerhacken, ertrinken, anzünden. Ist doch eigentlich egal. Du musst jemanden töten, wenn du gehen möchtest. So einfach ist das. Der Rest liegt an euch. Legt euch ins Zeug, das beste Resultat auf der schlimmsten Art und Weise zu erreichen. Holy shit, ich find Monokumas Stimme jetzt schon nervig. Also, wo ich mich selbst höre, finde ich die nervig. Ist es möglich? Ist sie wirklich? Nein. Nein, ich übertreibe. Verdammt, Kyoko. Warum bist du am ersten Tag deiner schulischen Laufbahn schon zu spät? Nicht nur das. Aber sie hat uns noch nicht mal informiert. Ein sehr schlechter Eindruck. Du bist gerade ein richtiger Idiot. Du weißt das, oder? Warum das? Pünktlichkeit ist Höflichkeit der Könige. Nun dann, ich verkünde, dass die erste Sitzung der Versammlung für die Ermittlung dieser Schule jetzt beginnt. Makoto, eigentlich, ich habe genug gesagt, warum hören wir uns nicht andere an? Okay, dann machen wir. Hä? Was ist los? Es ist so, als ob ich wirklich deine persönliche Assistentin geworden wäre. Stimmst du zu? Mal was auf... alles klar. Ich bin vielleicht nicht die Beste, aber ich werde mir Mühe geben. Nein, das brauchst du doch gar nicht. Okay, da du ja noch nicht viel weißt, werde ich dir kurz erklären. Alle haben sich aufgeteilt, um unterschiedliche Abteile dieser Schule zu untersuchen. Allerdings, Byakuya und Daka sind alleine gegangen. Kyoko auch. Leon, Hiro, Junko und Chihiro scheinen eine Gruppe gewesen zu sein. Das gleiche gilt für Hina, Sakura und Mondo. Der Rest, also Celestia, Doko und Hifumi, wurden dann auch eine Gruppe. Habe ein bisschen was ausprobiert. Wie findest du es? Außer dass unten links habe ich jetzt immer nur kurze Haare gemalt. Finde ich nicht allzu schlecht. Finde ich relativ gut sogar. Ja. Sieht nicht schlecht aus. Ja. Mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Aber ich könnte dir mal kurz. Könnte dir mal kurz eine Zeichnung von mir schicken. Falls ich diese noch am PC habe. Nee, ich muss kurz Umwege gehen. Zack, ich habe das nämlich in der Galerie auf meinem Handy gespeichert. WhatsApp-Bilder, Kamera. Zack. Freigeben.
So. Original anzeigen. So sehen meine Zeichnungen aus. Ich bin nicht allzu gut im Zeichnen, würde ich jetzt sagen. Ja. Aber das war auch einfach so ohne Vorlage, einfach irgendwer. So, zack. Ja, es ist nicht schlecht, aber es fehlt halt einfach was. Ich muss aber auch zugeben, ich habe das hier nur mit Kugelschreiber gemalt. Ja, das Dragon Ball Bild finde ich ganz gut. Das Problem ist nur, ich bin nicht in der Materie Dragon Ball drin. Das andere sieht auch nicht schlecht aus. Aber irgendwie fehlt mir dann auch ein bisschen die Farbe bei dem. So, dann sprechen wir mal weiter mit Sayaka. Ich wollte Informationen bezüglich des verantwortlichen Individuums aufsuchen, das uns hier eingesperrt hat. Doch unglücklicherweise habe ich keine gefunden. Bin auch nicht in der Dragon Ball Materie drin. Ich habe halt Dragon Ball wirklich, ich habe einen Film oder so gesehen. Ich bin eigentlich kein Fan von so Langzeit-Anime. Deswegen habe ich Naruto auch gedroppt und bei Fairy Tail habe ich bis jetzt immer noch nicht weiter geguckt. Und ja, bisher schaue ich halt eigentlich nur One Piece, was Langzeitanime betrifft. Doch unglücklicherweise habe ich keine gefunden. Das war's? Das war's schon? Wenn ich tatsächlich Informationen gefunden hätte, hätte ich gegebenenfalls mehr berichten können. Alles klar, ich mach nur noch kurz die Dialoge hier durch. Verstanden. Oder nee, ich mach ich lass die Dialoge jetzt einfach, weil mein Hirn ist gerade schon Matsche. Ich habe jetzt auch immerhin schon 163 Minuten aufgenommen, das heißt über 2 Stunden, oder? Ja. 2 Stunden und 45 Minuten. Zack, abspeichern. Gut, für die YouTube-Leute, es geht... Ich werde ein neues Video bringen, wann ich das nächste Mal... wenn ich das nächste Mal den nächsten Part bringe. Könnte vielleicht auch eventuell schon morgen sein, was für euch dann heute sein wird, weil ich das Video erst morgen hochladen kann. Gute Nacht, Black Assassin. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hat mich echt gefreut. Gut, und dann zeige ich jetzt an der Stelle auch Tschüss zum Stream und zu den YouTube-Leuten. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Part.